Meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Winebank-Member, ich darf euch, Sie recht herzlich begrüßen heute Abend zum Winebanker Community Table hier aus Eltville. Mit uns an Bord sind heute Abend Ernie Losen vom Weingut Dr. Losen, Roman Niewodniczanski von Van Volxem und Per Holm als Chef der Deutschen Sommelier-Union. Mein Name ist Daniel Müller, ich bin Inhaber und Clubleiter bei der Winebank in Trier, die kurz vor der Eröffnung steht, und ich habe die Ehre, Sie heute Abend hier durchs Programm führen zu dürfen. Bevor wir anfangen, eine wichtige Sache, die wichtigste des heutigen Abends: Sie dürfen sich den ersten Wein schon ins Glas geben, weil wir wollen ja ein Tasting machen und wollen nicht uns in Gesprächen verlieren, zwar schon, aber der Weingenuss soll im Vordergrund stehen. Ja, Ernie. Wir haben als ersten Wein, Ernie Losen, welchen sollen die Leute sich als erstes einschenken? Als ersten Wein den Dr. Losen Riesling Trocken Plauschiefer 2019. Sehr schön. Eine Besonderheit des heutigen Abends ist, dass unsere Freunde, Kollegen und Member der Winelair-Community in den USA, in Washington DC, auch zugeschaltet sind. Auf diesem Weg, a warm welcome to Washington DC, to Winelair members. Nice to have you on board on this evening. Wie gesagt, mein Name ist Daniel Müller. Ich werde in Zukunft die Winebank in Trier leiten, eröffnen. Was wir hier heute Abend erleben, ist die zweite Veranstaltung dieser Art, dieses Formats des Community Tables. Die erste fand statt im Dezember, und zwar mit Winzer Alex Jung. Das war eine sehr erfolgreiche Veranstaltung, die es halt eben in dieser Zeit auch notwendig macht, beziehungsweise in dieser Zeit zeigt, dass man neue Wege gehen muss, wenn man diese physischen Veranstaltungen der Winebanker Tables halt eben in der aktuellen Zeit nicht durchführen darf. Wir sitzen hier auch im gebührenden Abstand, so wie es sich gehört, auseinander. Wir sind alle, das Positive an uns ist, dass wir negativ getestet sind, sagen wir es mal so. Das ist das Schöne. Was mir besonders am Herzen liegt, ist, dass ich auch jetzt schon, ohne dass die Weinbank in Trier eröffnet ist, die wachsende Community in Trier auch schon hier am Bildschirm heute begrüßen darf. Es sind, glaube ich, wenn ich das recht in Erinnerung habe, über 30 Teilnehmer alleine aus Trier oder beziehungsweise von der Weinbank Trier zugeschaltet. Aktuell haben wir knapp 250 Weinpakete, die Sie jetzt auch zu Hause haben dürften, an Sie rausgegeben. Es ist eine Zahl von deutlich über 750 Teilnehmern aktuell im Chat. Das sieht man auch schon. Ich werde für Sie nachher den Chat begutachten. Ich werde mitlesen. Wenn Sie Fragen haben, stellen Sie Ihre Fragen in den Chat. Ich versuche, es ist eine große Anzahl an Teilnehmern im Chat und es ist auch schon ordentlich was los. Ich versuche, die Fragen weitestgehend herauszufiltern und für Sie dann hier in die Runde zu stellen. Kurz ein paar Worte zur Winebank in Trier. Wir haben auch ein paar Fotos der Winebank vorbereitet, damit Sie auch wissen, wie ist der aktuelle Stand. Wir sind also in Trier am schönen Kornmarkt im wunderschönen Posthof zu finden. Das Gebäude ist die alte Posthalterei in Trier aus dem Jahre 1879. Ein wunderschön restauriertes Gebäude, was man in der Trierer Innenstadt findet. Am schönsten Platz in der Stadt, am Kornmarkt. Ein wunderschön restaurierter Innenhof, den man auch mit Restaurationen besuchen kann. Es gibt Restaurants, jetzt sieht man es gerade, eingeblendet. Und wir durften dort den Keller übernehmen und sind jetzt seit knapp anderthalb Jahren mit dem Bau beschäftigt. Wir sind auch ein wenig aus dem Zeitplan geraten. Das ist auch Pandemie geschuldet. Aber jetzt sehen Sie halt eben einige Bilder, die jetzt in den letzten Wochen gemacht worden sind. Das heißt, man erkennt, wie ist der Stand. Aktuell ist es so, dass wir die Eröffnung der Weinbank bzw. die Inbetriebnahme der Weinbank für Ende des kommenden Monats, also Ende März, planen. Was mir noch ein besonderes Anliegen ist, das möchte ich noch sagen: Sie haben bei der Zusendung Ihrer Tastingboxen auch ein Rezept mit dabei gehabt. Das ist dieses, das sollten Sie gesehen haben. Wir kamen in den Genuss im Vorfeld, diese wunderbare Quiche Lorraine, die Peter Schmalen von der Schlemmereule in Trier für uns vorgeschlagen hat, zu verköstigen. Und ich denke, das war eine leckere Sache im Vorfeld dieses Abends.
Gut. Ich möchte nicht zu weit ausschweifen. Wie gesagt, wir sind hier, um mehr über die Winzer, mehr über die Weine, mehr über eure Arbeit kennenzulernen. Es ist so, dass ich, wie gesagt, eben schon, stellen Sie Ihre Fragen einfach in den Chat. Ich werde die Fragen dann weitestgehend übernehmen. Und ich darf jetzt übergeben an die Moderation, was die speziell die Feinheiten des Weingenießens angeht, an dich, Per. Ja. Danke dir, Daniel. Auch von meiner Seite ein wunderschönes oder ein herzliches Willkommen. Schönen guten Abend. Thema Mosel. Wir haben hier zwei Top-Winzer, rechts und links von mir. Zwei Charaktere, zwei Handschriften, ein Weinbaugebiet. Wobei, ein Weinbaugebiet ist zwar richtig, aber es sind doch zwei Bereiche, Mittelmosel und Saar. Und ich glaube, da merkt man auch schon direkt wieder die Unterschiede. Wir werden heute Abend viel zu sprechen haben. Es sind 45 Kilometer Luftlinie. Mit dem Auto sind es dann doch wieder, Mosel lässt grüßen, 65 Kilometer. Auch die Saar hat etliche Schleifen. Also ich schätze mal so locker eine Stunde Fahrt zwischen euren beiden Weingütern müsste man rechnen. Weingut von Volksheim, Roman Niewodniczanski. Roman ist viel einfacher oder Niewo wird auch oft gesagt. Ne? Aber fangen wir hier an mit Weingut Dr. Losen. Ernst, meistens eigentlich Ernie genannt. Ne? Ernie Losen. Ernie Losen, genau. Also, dein Wein haben wir schon im Glas. Ja. Und nochmal ganz kurz zu den Weinen, also damit Sie das auch zu Hause etwas vorbereiten können. Wir haben die Reihenfolge der Weine etwas variiert. Nicht so, wie es auf dem Zettel steht, den Sie haben, sondern wir fangen an mit den beiden Trocknen. Sprich jetzt zuerst den Blauschiefer Riesling, den wir im Glas haben. Dann kommen die alten Reben Riesling trocken von Roman. Dann gehen wir anschließend zu dem Gracher Himmelreich Riesling Tradition wieder von Dr. Losen. Oder von Ernie. Und zum Abschluss den Rotschiefer Riesling Kabinett von Volksheim, sodass wir eigentlich eine sehr schöne Balance haben. Und ganz zum Schluss natürlich noch den Hidden Wine, der gut verhüllt da steht, der Rotwein. Wir haben die Flasche schon aufgemacht, aber noch nicht drunter geguckt. Das wird noch ganz spannend zum Schluss. Also Ernie, du hast einen Familienbetrieb übernommen, 200 Jahre Historie, mit dem Erbe wurzelechte alte Reben in großen Lagen. Ist es ein Vorteil für dich oder ist es ein Nachteil? Also heutzutage ist es definitiv ein großer Vorteil, ne? Weil letztendlich, muss man vielleicht schon sagen, so dem Geiz meiner Vorfahren geschuldet, die nie neue Weinberge gepflanzt haben, weil es natürlich ein teures Unterfangen ist, ne? Haben die immer alle stehen lassen. Und das ist ja eigentlich eines der einzigen Gebiete, soviel ich weiß, nicht nur in Deutschland, fast auch schon in Europa, wo wir noch bis zur Saar, bis zur Ruwer noch großflächig wurzelechte Reben haben. Nicht mal hier so ein Weinberg hier und da ein paar. Ne, großflächig noch wurzelechte Reben haben. Und das geht ja so, man sagt mal, locker 150 Jahre zurück. Man sagte, die Mosel sei so gegen Mitte des 19. Jahrhunderts mehr oder weniger ganz auf Riesling umgestellt worden. Ne? Da kann man fast sagen, dass einige dieser Weinberge wirklich auf diese Zeit zurückgehen, kann man sagen, 120, 130 Jahre alt sind, wurzelechte Reben. Das ist eine Rarität. Das muss jeder große französische Winzerkollege würde sagen, der würde Hochhimmel jauchzen, wenn er noch wurzelechte Reben hätte. Ne? Ja. Aber ich meine, du hast ja auch viele große Lagen, wie der VDP immer sagt, große Gewächse, Gewächslagen. Aus großen Lagen. Ja. 9 Stück oder sind es inzwischen? Wir haben 11 mittlerweile. 11, weil wir haben gerade Kalmont, letztes Jahr einen Hektar im Kalmont gekauft. Ne? Ja. Das ist mit Sicherheit challenging, wie der Engländer sagen würde. Ne? Okay. Er gilt ja als jetzt steilste Weinberg Europas, wobei ich dann sage, wenn das der steilste Weinberg Europas ist, muss es auch der steilste Weinberg der Welt sein. Ich kann mir nicht vorstellen, dass irgendwo auf der Welt irgendwas steiler ist. Ne? Aber das ist schon, aber das gibt's auch wiederum nur an der Mosel. Solche Extreme, ne? Diese Steillagen, ne? Dann, das sind wurzelechte Reben, so 44 gepflanzt, ne? Schon eine tolle Geschichte, ne? Ist da irgendwas dran an dieser Mär? Ich meine Steillagen, dass die Moselaner daran zu erkennen sind, an einem kurzen und langen Bein, damit sie besser im Steilhang stehen können? Ja, weiß ich jetzt nicht genau, weil
So viel gehe ich jetzt auch nicht in Weinberg, dass mir das ein Bein verkürzen würde. Ne? Okay, klar, man geht ja, man macht ja auch den, die Kurve, ja, genau, und geht mal rechts rum. Mal na, aber es ist einfach nur eine, es ist schon dramatisch. Wir müssen ja sagen, das ist ja eine Kultur, eine 2000 Jahre alte weinlandschaftliche Kultur, die ja die Römer schon anfingen zu bepflanzen. Das ist einfach einmalig. Ne? Und diese Arbeit, die wir ja im Steilhang leisten, ne? Das ist, schon unglaublich. Roman weiß das ja selber. Und das ist, also da können wir eigentlich nicht oft genug darauf hinweisen. Ne? Ja. Bei dir steht jetzt drauf Blauschiefer. Ja. Ich meine, für viele ist Schiefer Schiefer. Aber ich meine, unter Fachleuten, wir wissen, ja, da ist ein bisschen mehr Spiel. Also ich meine, wie gesagt, wir nennen den Wein Blauschiefer, ne? Blauschiefer trocken. Das hat aber auch mehr damit zu tun, weil wir im Weingut jetzt diese etwas ungewöhnliche Situation haben, dass wir drei verschiedene Terroirs haben. Ne? Wir haben also der Blauschiefer, Grauschiefer, Devonschiefer, der blaue oder graue Devonschiefer ist im Prinzip der vornehmlich am häufigsten vorkommende Schiefer, ne, an der Mosel. Aber es gibt so kleine Enklaven, wie zum Beispiel in Erden und Lößnig, auch in Kinheim noch. Ne, da haben wir roten Schiefer, also rot durchgefärbten, oxidierten Schiefer. Er hat ja auch, ne, Roman hat ja auch roten Schiefer bei sich. Ne, gibt schon eine andere Aromatik. Und wir haben dann in Uerzig selbst, in dem Ort Uerzig, haben wir da halt noch diesen verwitterten roten Vulkan-Konglomerat, ne, was man auch Rotliegendes nennt, was wieder ganz anders ist. Ne? Und ich habe es einfach bei meinen Gutsrieslingen unterscheiden wollen, wenn die Gutsrieslinge auch nur aus den Lagen von die Blauschiefer haben, ne? Nenne ich sie auch Blauschiefer. Ich habe aber auch einen Gutsriesling, einen Dr. Losenriesling Rotschiefer, der halt dann eben nur aus Lagen kommt, die die rote Schiefer haben, ne? Weil es wirklich von der Aromatik und auch vom Geschmack unterschiedlich ist. Es ist wirklich, man sieht einen Unterschied da. Ne? Wollen wir uns mal dem Wein widmen? Ne? Ja, wollen wir mal den? Jetzt wird das arg trocken hier. Ich meine, genau. Ist ein trockener Wein. Ja, zum Wohl. Wollen wir mal den Wein, Kasse. Ja. Ja. Also, ich meine, ich habe gestern ja auch schon vorverkostet, hier auch schon mal reingeschmeckt gerade. Für mich, das ist so ein saftiger, offenherziger Wein. Tolles Fruchtspiel. Spontan fiel mir ein, ist ein Darling. Ja. Damit holst du doch eigentlich jeden ab, oder? Ja, also der Blauschiefer ist meines Erachtens, also zumindest bei uns im Weingut, ich glaube, das hat auch immer was mit der Philosophie zu tun, Ausbaustil des einzelnen Weingutes. Bei uns empfinde ich den Blauschiefer immer etwas charmanter, ne? Ein bisschen femininer, ne? Ein bisschen gefälliger, einfach, ne? More charming, ne? Als unser Gutsriesling Rotschiefer. Ne? Die Gutsrieslinge übrigens kommen ja alles bei uns aus diesen, vielleicht können wir mal ein Foto einblenden, aus diesen höher gelegenen Lagen, das was in der alten Klassifikation diese dritten Lagen sind oder zweite Lagen, also Village oder was die Franzosen vielleicht Premier Cru nennen würden. Ne? Weil wir im Moment ja keine, wie gesagt, Premier Crus oder erste Lagen, wie die Franzosen das in Burgund kennen, machen, werden diese Lagen bei uns alle abgestuft zum Gutsriesling, ne? Und werden also nur Lagen, die als große Lagen klassifiziert sind, haben dann eine Weinbergslage auf dem Etikett und werden dann als GG. Und das sind im Prinzip, wie man das hier sieht, die höheren Lagen, ne, die alles einmal, man kann ja grob sagen, Süd-Südwest-Lagen sind im Prinzip diese Grand Cru-Lagen, die weiter unten liegen, sind dann die besten Lagen, je näher an der Mosel. Und die oberen Lagen sind dann eher so die kleineren Lagen, ne, die Franzosen Village oder Premier Grün denken. Hier sieht man es sehr gut, ne, das kann man mal so stehen lassen. Da sieht man ganz gut. Ne? Und diese Lagen werden einfach so zusammen geerntet und dann entsprechend, ne, dann nach dem Schiefertyp, den der Boden hat, ausgebaut. Alle unsere trockenen Weine werden übrigens dann auch im Spontan vergoren. Werden alle im traditionellen Holzfass ausgebaut, aber nicht mehr unbedingt nur noch in dem Fuderfass, das was ein 1000 Liter sind, also ein 1000, 2 und 3000 Liter, das sind unsere Fassgrößen, die wir haben, werden also grundsätzlich spontan im Fuderfass vergoren und alle unsere trockenen Weine bleiben 12 Monate auf der Vollhefe im Fass liegen. Also wir stechen nicht ab, wir machen nach der Gärung
schwefeln wir ab, machen das Fass voll und lassen es dann 12 Monate auf der Vollhefe im Fass liegen. Also wird nicht berührt, dann erst dann nach 12 Monaten, meistens dann im Oktober, Ende Oktober dann abgefüllt. Ganz klar nochmal, großes Holzfass, gebrauchtes, altes Holz, sodass kein Eintrag von Holz, von Barriknoten. Wir reden nicht von der Tradition wie in Frankreich, in Bordeaux oder in Burgund, das sind keine kleinen Holzfässer. Ich sage ja, das sind große Holzfässer, dicke Fassdauben, ne? Die Fässer kannst du auch 100 Jahre lang noch in Benutz halten. Ne? Das sind natürlich, bei uns gibt es halt noch die Tradition, wenn die neu kommen, wir kaufen natürlich noch viele Holzfässer, wenn die neu kommen, die werden erst eigentlich nach 2-3 Jahren erst benutzt, ne? Um unsere großen Lagen oder hier die auszubauen. Weil wir vermeiden halt den Holz. Einfluss oder Holzton im Riesling. Ich finde, das gefällt mir nicht. Ne? Wenn ich das richtig sehe, sind von Daniel aus dem Chat Fragen reingekommen? Nicht zwingend Fragen, aber wir haben, also die ersten Fragen trudeln auch schon ein. Wir haben eine Sache, die wir, glaube ich, nochmal darauf hinweisen müssen, dass die Weine nicht in der Reihenfolge verkostet werden, wie sie halt eben jetzt hier abgebildet sind, sondern dass wir im Vorfeld die Weine ansagen, die jetzt aktuell dran sind. Und aktuell ist es der Blauschiefer von Dr. Luke. Dann kommt direkt die erste Frage rein. Was sind wurzelechte Reben? Das sind wurzelechte Reben. Der, ganz einfach, also vor, kann man sagen, Mitte des 19. Jahrhunderts wurde aus Amerika eine, die nennt sich Reblaus, eine Laus eingeschleppt. Ne? Im Zuge der frühen Globalisierung, kann man schon sagen. Ne? Das ist ein Schädling, ein Wurzelschädling, der die europäische Rebe befallen hat. Die Wurzeln angeknabbert hat, so genommen. Ne? Die Wurzeln sind ausgeblutet, weil die europäische Rebe, die Vitis vinifera, einfach keinen Wundverschluss kannte. Ne? Und dadurch sind die... Ich glaube, du musst deinen Schal ausziehen. Der Schal kratzt am Mikrofon. Ach so, okay. Und dadurch sind die europäische Rebe kaputt gegangen. Das wurde dadurch gerettet, indem man amerikanische Reben genommen hat als Wurzel, ne, und hat darauf europäische Reben draufgepfropft, weil die amerikanische Rebe in der Evolutionsgeschichte so genommen gegen diesen heimischen Schädling resistent geworden ist. Ne. Deswegen hat man den Unterteil, also die europäische Rebe, auf die amerikanische Rebe aufgepfropft, dass der Unterteil amerikanisch ist, damit die Reblaus letztendlich die Wurzel nicht schädigen konnte. Und das ist letztendlich an der Mosel, sind wir das einzige Gebiet, die Reblaus nicht hatte. Ne. Oder ist auch der Boden ist dafür verantwortlich, dass die Reblaus da nicht leben kann. Und deswegen haben wir noch wurzelecht, heißt Wurzel wie auch der aufgehende Teil sind noch ein Stück. Also wir haben in dem Fall keine amerikanischen Unterlagen. Vielen Dank. Ich glaube, damit ist die Frage beantwortet. Ja, ich glaube, an der Mosel ist die Reblaus gar nicht hingekommen. Viel zu steil, ist immer ausgerutscht auf den Schiefer und ab in die Mosel wieder. Immer einen Stein auf den Kopf bekommen. Ja. Ne? Nee, es sind aber auch die Drainage, ne? Weil die Reblaus mag keine durchlässigen Böden, die eine große Drainage haben. Sandböden genauso. Es gibt unten im mediterranen Raum auch noch einige, die waren das Sable, die auf Sandböden angebaut sind. Und die Sandböden sind halt auch sehr durchlässige Böden und da kann Reblaus nicht. Und die Schieferböden sind extrem durchlässig und daher kann die Reblaus da sehr schwer existieren. Gut, super, danke dir. Und damit Sie nicht glauben, wir haben hier nur einen Winzer. Nein, Roman ist natürlich auch noch da. Also, Roman, möchtest du uns deine alten Reben ausschenken, während ich ganz kurz so 2-3 Worte zu dir sage? Ich meine, etwas zu Roman zu sagen, ist glaube ich, müßig in Anführungsstrichen, weil viele kennen ihn oder viele, ich meine, du bist ja auch eine stattliche Erscheinung, wie man so schön sagt. 1 Meter und wie viel und 90 oder schon 2? 2,2. 2,2, oh ja, okay. Nehmt das große Glas, keine kleinen Gläser. Genau, ganz wichtig, das große Glas nehmen. Der Wein braucht Luft, der schreit wirklich nach Luft. Van Volksem, das Weingut, es ist ja letztendlich ein ehemaliger Klosterbesitz mit 300 Jahren Historie. Also hier bei Ernie hatten wir nur 200 Jahre, hier haben wir schon 300 Jahre Historie. Und nach der Französischen Revolution kam dann das Gut in den Besitz des Trierer Bierbrauers Gustav van Volksem. Zum 01.01.2000 ist das, oder seit dem 01.01.2000 ist das Weingut in der Hand von Roman, somit wieder in Brauers Hand. Insofern wiederholt sich die Geschichte. Ich finde das eigentlich sehr, sehr spannend. Und im Gegensatz zu Ernie, der ja diese Schatzruhe der alten Reben hat, ist es, so wie ich das bislang verstanden habe, dein Bestreben, historische große Lagen
zu neuem Leben zu erwecken, wie jetzt den Ochsener Geißberg, den du gemeinsam, ich glaube, mit Markus Molitor wiederbelebst und ja, wieder ein neues Leben einhauchst. Das ist richtig. Das Spannende ist ja momentan für uns in der Region, dass der Klimawandel für große Regionen Europas, der Welt, ein großes Problem darstellt, also eine Herausforderung. Aber die Mosel und gerade eben auch ganz besonders die Saar davon profitiert. Und deswegen gehen wir in die Lagen zurück, wie den Geißberg oder auch Wabener Goldberg, Ritterfahrt. Das sind tolle Lagen, die vor 100 Jahren mal eine hohe Anerkennung hatten. Und die rekultivieren wir. Teilweise haben wir sehr alte Rebstöcke darin. Auch wir haben bis zu 135 alte Rebstöcke. Und das ist ein Riesenschatz. Da sprechen wir auch gleich bei dem Wein drüber. Aber wir haben natürlich auch eine Menge Parzellen, die wir rekultivieren konnten. Und das ist mir mit meinem Team, ich habe eine tolle Mannschaft und es ist echt eine Freude. An solchen knackigen Regentagen wie heute Mittag zum Beispiel sind ja 40 Mann draußen. Und es wird Mist gefahren, es wird richtig, der Weinbau wird, die Qualität wird vorbereitet. Vielen Zuschauern, Teilnehmern, hier ist nicht bewusst, was das für ein Aufwand ist. Ernie hat schon angesprochen. Also wir haben eben mal im Vorgespräch beim Flammkuchen haben wir, bei der schmalsten Zwiebelkuchen, haben wir darüber gesprochen und wir haben mal verglichen die Arbeitsstunden. Das kann man am besten in Zahlen ausdrücken. Wir sind in der Mosel in Arbeitsstunden bei mehreren Tausend. Wir haben eben erzählt, dass der Ernie im Prälat und an anderen Stallslagen im Bockstein bis zu 3000 Stunden hat. Ein modernes Weingut in einem anderen Gebiet, jetzt muss ich aufpassen, was ich sage, mitten in Rheinhessen, mitten im Rheingau oder mitten in der Pfalz und mitten in Baden, deswegen jetzt wertfrei, hat oft nur 300 oder 400 Stunden. Das heißt, wir haben bis zu 10-mal höhere Kosten und das ist natürlich ein Thema, das auch erklärt, warum vor 100 Jahren diese Weine diese Preise erzielt haben. Und mein Ansporn in meiner Arbeit ist eben vor allem, die Weinberge zu rekultivieren, die damals ein hohes Ansehen hatten. Und wir haben an der Saar, die Saar hatte eine große Krise und heute das Glück, dass wir wirklich Weinberge wieder aufbauen können, die Weltruhm hatten. Ich habe mit dem Ernie Losen vieles gemeinsam. Wir haben viele Verbindungen. Ich habe das Weintrinken ein bisschen gelernt beim Ernie vor 20, 30 Jahren, bevor ich mein Weingut gegründet habe. Und hatte das Glück, dass ich dann mit Ernie große Burgunder und Bordeaux genossen habe. Und heute ist es so, dass wir nach und nach wieder wahrgenommen werden als die Region, die eben diese Klasse, diese Geschichte hat. Moselweine vor 100 Jahren im Grand Hyatt Königsberg, im Ritz-Carlton New York, lagen bei Preisen von bis zu 3-, 4-, 5-fachen dessen, was ein Cheval Blanc, ein Lafite, ein Latour eben erbringt. Wenn Ernie von dem großen Romani Conti spricht, dessen Keller ich auch schon sein durfte, dann haben wir damals Preise gehabt. Also ein Bankers Doktor im Ritz-Carlton New York ein Schafsaufbau war teurer als ein La Romanée von Romani Conti. Und heute reden wir wirklich vom Faktor bis zu 100 Unterschied. Und wenn man sich den Aufwand vorstellt und die Trinkfreude erkennt den Wein, dann versteht man auch, was uns da begeistert. Das war damals die Zeit, wo du mit Ernie verkostet hast, als du dieses Festival Rhythm and Wine an der Mosel gemacht hast? Ja, ich habe dieses Wein-Gourmet-Festival mit ein paar Freunden ins Leben gerufen und immer bei den Versteigerungen, so habe ich den Ernie kennengelernt. Habe ich dann nach den Versteigerungen, Ernie ist ein sehr großzügiger, toller Gastgeber, kocht auch sehr gut und hat das Glück, bei dir viele, viele Abende in Blindverkostung, deswegen freue ich mich auf die Blindverkostung nachher, genießen zu dürfen. Wir haben viele fantastische Weine, Ernie hat natürlich fantastische, tolle Kontakte und da waren Weltklasse-Sammler, die haben ihre Romani Contis, ihre Chevals und ihre Lafites. Und was mich am Ernie sehr beeindruckt hat, immer wenn wir die teuersten, wir reden von Weinen für viele tausend Euro die Flasche. Und am Schluss, ich nenne es den Ernie-Losen-Trick. Am Schluss, wenn du richtig, also Cheval Blanc, Chateau Margaux, Mouton und dann ein schönes Möselchen. Und dann ein schöner Kabinett aus der Steillage und die Leute sind weggebeamt. Das war toll und das hat mich sehr geprägt. Ernie, vielen Dank für die Schulung. Wie der Großvater immer gesagt hat, ein lecker Möselchen zum nüchtern trinken. Ja, das ist richtig. Manni Prüm auch immer sagt, nüchtern trinken. Ja. Das ist richtig und das ist einfach deswegen auch mal nach einem großen Rotwein einfach mal so ein Riesling zu verkosten. Das macht einfach einen Riesenspaß. Da sind wir auch schon wieder bei einer Frage aus dem Chat. Und zwar stellt Johannes die Frage, ob Säure- und Zuckerwerte genannt werden können. Klar, der Wein liegt jetzt bei 6,7 Säure und Zucker liegt jetzt hier bei etwa 6,5 Gramm. Aber ganz ehrlich, Ernie, Frage an dich, warst du jemals bei Conti Jubilee oder bei einem ganz großen, wir beide haben das Glück, dass wir schon tolle Typen kennenlernen durften in der Weinszene. Also ich kann mich nicht daran erinnern, eine Szene, vielleicht eine kurze Geschichte, ich werde mich nie daran erinnern, wie Manfred Prüm neben mir stand in Zürich auf einer großen Verkaufsung bei Boucherville und dann fragte ein ziemlich frecher junger Mann, probierte den Wein und sagte, wie viel Gramm Restzucker hat der Wein? Und Manni Prüm stand dort, nahm das Glas, probiert er.
Dann hat er die Gestik, macht er mal so. Doch, genau richtig. Deswegen, ich empfehle jedem Gast, sich von Zahlen zu entfernen. Ja. Natürlich könnt ihr einen Riesling als Weinliebhaber probieren aus der Pfalz, aus einem warmen Jahr. Der hat 2 Gramm Restzucker. Und ihr könnt aus dem Schwarzhofberg einen Riesling mit 15 Gramm von Egon oder 20 Gramm von Egon Müller vielleicht aus einem bestimmten Jahrgang, früheren Jahrgang verkosten. Ihr werdet feststellen, dass der Wein mit 2 Gramm süßer schmecken kann als der Wein mit 15 Gramm. Also bitte nicht Wein trinken nach Zahlen, das ist Blödsinn. Und deswegen eindringliche Empfehlung, genießt Wein, habt Freude mit, bitte nicht nur mit Zahlen. Das ist eine komische. Wenn ich ein Auto kaufe, bei Porsche, ich habe nie erfahren, dass mir jemand die Kubikzahl und das Drehmoment erklärt. Freude am Fahren ist Freude am Fahren und nicht Motorleistung. Ja, ich meine, mal nach Zahlen geht, aber dass man Zahlen ansonsten. Das ist wirklich Säure. Unfall. Wir haben so viele unterschiedliche Säuren im Wein, die so unterschiedlich schmecken und auch sich darstellen. Insofern. Ja, ich kann die Frage irgendwo verstehen, aber eigentlich, das kenne ich von vielen Winzern, die sagen, ja, schmeckt der Wein oder schmeckt er nicht? Darum geht es doch jetzt. Ja, wir haben uns früher auch viel zu sehr uns immer, und das leicht ist auch unsere Schuld gewesen, ne? Also vor 20, 30 Jahren haben wir also mit dem 71er Weingesetz wurde ein Wein nur noch, ne, in Deutschland über die Analyse beschrieben. Ne? Und das hat sich auch ein bisschen bei uns im Kopf eingeprägt. Diese, also muss ich sagen, fürchterliche Geschichte gibt es im Ausland nicht. Ne? Und deswegen, wir versuchen heute das wieder zurückzudrehen, weil ein Wein lebt von seiner Harmonie, gefällt er oder gefällt er nicht. Ich meine, das hat ja auch gar nichts damit zu tun. Entweder schmeckt er oder schmeckt er nicht. Ne? Aber wir haben früher zu viel, vielleicht auch unsere Kunden zu sehr den Wein über die Analyse nahegebracht. Und das sollte man eigentlich wieder, wir sollten das wieder abstellen. Was man sich gerade im Chat wünscht, ist, dass der Winzer den Wein, der jetzt gerade im Glas ist, ein bisschen aus seiner Sicht beschreibt. Gut, aber ich möchte erstmal dem Sommelier hier den Vortritt geben. Ja, gut. Also, was mir auf jeden Fall jetzt aufgefallen ist, ich finde es gut, dass du uns vorgewarnt hast, die Flasche rechtzeitig zu öffnen, große Gläser zu nehmen, ist ganz, ganz wichtig. Das ist ein Wein für mich, ich würde ihn sogar zu Hause karaffieren. Mhm. Ich meine, die meisten sagen dazu jetzt dekantieren, aber ich meine, der Wein hat kein Depot, deswegen brauche ich nicht dekantieren, um Depot davon zu trennen. Deswegen karaffieren, letztendlich belüften, darum geht es ja. Und hier im großen Glas, wenn allein wie der Wein sich langsam öffnet, es ist wie eine Blüte. Am Anfang ist er noch sehr verschlossen, wo man dran knabbern muss, um wirklich was zu verstehen. Und mehr kommt da dieser Charakter zum Vorschein. Für mich anfänglich so, ja, eher so das Kernige, Kernobst, genau. So in diese Richtung wirklich, aber nicht das Fleischige, sondern eher in Kernnähe. Mirabelle. Und dann kommt dazu für mich dieser Bereich, dieses mineralische Nasserstein. Und am Gaumen hatte ich dann sofort eine straffe Säure, aber fein eingebunden. Sie ist straff, sie zieht sich wirklich sehr fein durch, aber sie wirkt nicht aufdringlich, sondern es ist toll balanciert. Für mich ist es ein Wein, der sehr, sehr leichtfüßelnd tänzelt. Es ist ein Wein, der viel Beachtung braucht. Für mich ist es auf ein volksmäßiges Stil, ist ein Stil erzeugen, der von Eleganz und Filigranität geprägt ist. Ich musste erkennen, auch in meiner eigenen Biografie, auch in den Jahren, als ich mit Gerne Kollmann gestartet bin, in den ersten Jahren waren die Weine deutlich üppiger. Mancher weiß das, der unsere Weine länger verfolgt hat. Und über die Jahre hinweg, als ich dann mit meinem engsten Kreis, vor allem mit dem Dominik Völk als Betriebsleiter und Kellermeister, die Weine verkostet habe, haben wir gemerkt, wie wichtig doch diese Eleganz ist. Und die Saar ist mit eines der kühlsten Gebiete in Deutschland. Ihr müsst euch vorstellen, wir haben dort eine Reife von bis zu 160, 170 Tage, anders als vielleicht in warmen Regionen 80, 90 oder 100 Tage. Das heißt, wir können die Trauben komplett ausreifen lassen, weswegen die Weine auch diese schöne Säure, diese bekömmliche Säure haben. Ich habe schrecklich empfindlichen Magen, ich vertrage leider keine harte Säure, deswegen wir unsere Trauben aus sehr geringen Erträgen so spät wie möglich ernten. Und dann haben wir einen Wein, der Ausdruck der Lagen natürlich auch ist, wie beim Ernie. Wir haben 100% Steillage, 100% Handarbeit, 100%, also einen gigantischen Aufwand. Heute Mittag 45 Mann draußen oder 43 Mann draußen. Und diese Weinberge werden in mehreren Erntedurchgängen gelesen. Also ein gigantischer Aufwand, der bringt aber nachher dann diese reife Aromatik. Und wir betreiben sehr präzise Arbeit. Für mich, mein liebster Spruch im Weingut lautet, Exzellenz kommt von Präzision.
Nur wenn ich alle Details beachte, wenn ich sehr präzise arbeite im Weinberg, wenn ich sehr präzise in der Traubenannahme jede Traube überprüfe, bei uns, wir haben bis zu 12 Mitarbeiter, die jede Traube sortieren, damit wir diese Präzision erhalten. Das ist ganz wichtig. Die darf nicht scharf sein, sondern die darf sich wie ein Seidenschall dich betören, aber sie muss trotzdem, der Wein soll Länge haben, hinten raus lange nachklingen. Wir haben jetzt noch kein großes Gewächs, wir haben jetzt nur einen Wein im mittleren Preissegment, also sowas kostet 20, knapp 20 Euro und alte Reben 17. Mir ist noch was anderes wichtig. Viele Weinliebhaber trinken immer Weine, suchen nach denen, haben Jahrgangstabellen, gucken dann runter und nehmen immer Parker-Punkte, Gabriel-Punkte und Jahrgangstabellen. Schmeißt eure Tabellen weg. Findet Winzer, den ihr vertraut. Und findet Weinberge und Philosophien, denen ihr vertraut. 17 war ein nicht einfacher Jahrgang. Wir hatten Frost im Frühjahr, wir hatten Trockenheit im Sommer, wir hatten Dauerregen im Herbst. Also das sind echt keine optimalen Faktoren. Wenn du aber, das hat der Ernie schon richtig erkannt, uralte Rebstöcke hast, hier sind viele Reben über 100 Jahre alt, ab 50 Jahre alte Rebstöcke beim alten Reben, das meiste ist wurzelecht, also hatten wir schon das Thema, dann schafft man es auch in sehr, sehr alten Rebanlagen, wenn es Toplagen sind, schafft man es große Weine in, das Wort problematische Jahrgänge darf man nicht sagen, also in herausfordernden Jahrgängen zu erzeugen. Und 17 ist letztlich ein großartiger Jahrgang, wenn man bereit war, sehr präzise zu arbeiten. Und das wollte ich euch zeigen mit dem Wein. Alte Reben ist einer unserer Klassiker. Ein Wein, der nicht trocken ist, sehr trocken und der einfach viel Spaß machen sollte mit dem Perlhohn, mit einem tollen Steinbutt. Und das ist ein Wein, der noch weit entfernt ist von der Reife. Ihr müsst euch vorstellen, als vor 100 Jahren die Mosel weltberühmt war und die Weine in den Fürstenhäusern, in den Kristallgläsern bei den reichsten damaligen Milliardären, Magnaten, bei den Rockefellers in New York im Ritz getrunken worden sind, trank man die Weine in der Regel erst nach 5, 10 oder 15 Jahren. Auch da ist Ernie Lohsen ein Protagonist, der das schon früh erkannt hat. Große Weine brauchen Zeit. Unsere Weine haben Zeit. Auf den Volksen geben wir inzwischen eine Garantie von 10, demnächst 20 Jahren auf jeden Wein. Und wir wünschen uns Kunden, die diese Weine auch reifen lassen. Und wenn die Zeit nicht da ist, bitte den Wein in der Karaffe vorbelüften, damit ihr auch das komplette Potenzial dessen erkennt, was wir uns wünschen. Ja, finde ich ganz, ganz wichtig und gut. Also diese Jungweinsauferei, wenn ich es mal platt so sagen darf, ich stehe da auch nicht so sehr drauf, auch gastronomisch gesehen. Ich meine, Primärfrucht, ja, wozu passt Primärfrucht vom Essen her? Ja, jetzt lass mich überlegen, zum Obstsalat, ja. Bloß, es macht natürlich von der Speise-Wein-Kombination nicht so viel Spaß, aber sobald ich in die Reife reingehe, die Tertiäraromen, also die Aromen von der Reife dazukommen, dann kann ich natürlich als Sommelier auch viel mehr spielen und habe viel mehr Möglichkeiten. Ich habe gelesen, der Wein wird bei euch auf der Webseite aus großen Lagen gepriesen. Oder angepriesen, genau, das war gepriesen. Aber letztendlich eine VDP-Klassifizierung, wie jetzt Gutswein oder sowas, ist jetzt auf der Flasche gar nicht zu sehen. Also ich habe jetzt nicht 11 Grand Cru-Lagen wie der Ernie, aber wir besitzen momentan 10 Grand Cru-Lagen. Also große Lagen, die bereits bei den Preußen vor 150 Jahren als Grand Cru-Lagen in der Steuerklasse definiert wurden. Und da wir seit immerhin hat von Volksen, das Weingut hat, ist jetzt, als wir es übernommen haben, im Jahr 2000 hatten wir so 8 Hektar, inzwischen haben wir für etwa 85 Hektar und haben von vielen, vielen 100 Eigentümern Land gekauft. Und wir haben uns immer auf die besten Parzellen. Wenn wir heute in Orkfen investieren, wenn wir in Geisberg investieren, wenn wir in Saarburg investieren, wenn wir in Waben investieren, in Kanzen, in die ganzen Dortschaften, denen wir vertreten sind, denen wir viele Grand Cru-Lagen haben, dann wollen wir immer die Juwelen haben. Und die Spitze des Weingutes sind die großen Gewächse und auch die edelsüßen Preziosen, also Trockenmännerslesen und Auslesen. Aber wenn ich ganz ehrlich sein darf, ich bin jetzt seit 20 Jahren in der Weinbranche, Ernie ist schon seit Generationen drin, ich bin Seiteneinsteiger, lange schwarze Schafe der Familie. Und es geht mir in meiner Arbeit eher darum, das war schon der Start mit dem Weingourmet-Festival vor 20 Jahren, vor 30 Jahren. Mein Traum ist es, dass diese Region die Anerkennung bekommt, die sie verdient. Ernie, wir beide waren oft in Burgund, in Washington State, in der ganzen Welt unterwegs. Du bist noch viel, viel mehr unterwegs als ich. Aber ich war oft genug mit Winzern in Südafrika, in Australien, in Mendoza, wo auch immer, in Oakville, Kalifornien, wo auch immer mit Kollegen zusammengesessen. Und die staunen, sitzen dann immer staunend, probieren in ihre Weine für 30, 60 oder 300 Dollar die Flasche. Und dann kommt so ein Möselchen oder ein Saarwein für 10, 15, 20, 30 Dollar. Und dann wundern sie sich immer, wow, so ein Trinkspaß für so kleines Geld. Was ist denn bei euch los? Und das ist etwas, was ich mir wünsche. Für mich ist eine Region, hat dann eine große Chance, wenn sie wie mit diesem echt tollen Blauschiefer, übrigens, oh nee, schmeckt mir gut, wenn ihr als Weininteressiertes die Chance habt, für kleinen Preis tolle Weine zu bekommen. Und für mich geht es letztlich um Vertrauen.
mit solchen Weinen, auch mit dem Alte Reben, der ist auch nicht teuer, schaffen wir eben Vertrauen bei Menschen, die bisher weinkritisch waren, die sagen, nee, Riesling ist sauer, das kann man nicht trinken, und süß, schmeckt auch nicht. Nein, Menschen, die einfach mal gerade für knapp 20 Euro, das ist international nichts. Das ist vom Preis her gar nichts. Und die für so ein kleines Geld einen Wein aus 100 Jahre alten Rebstöcken bekommen, der richtig Spaß macht, der Druck hat, der 20 Jahre ohne Probleme vor sich hat, das ist, was wir erreichen wollen. Deswegen ist der Alte Reben für mich einer der wichtigsten Weine des Hauses. Der hat bewusst einen kleinen Jahrgang mitgebracht, weil ich zeigen wollte, wie sich auch ein kleiner Jahrgang präsentiert und dann sich über viele Jahre hinweg entwickelt. Eigentlich zeigen sich in kleinen Jahrgängen immer die großen Winzer. Weil die wirklich ich bin das ja ein bisschen größer als der Ernie. Ja. Daniel ruft eine nach Fragen. Die Frage, die gestellt worden ist, ist, wie bekommt ihr bei der späten Lese trotzdem so einen geringen Alkoholgehalt? Das ist das Tolle an der Saar. Wenn man sich die historischen Dokumente anschaut, findet man immer in fast jeder Beschreibung bei der Saar über die Leichtigkeit und die Bekömmlichkeit. Einer der Hauptgründe neben der reichen Geschichte und dem Klimawandel ist für mich der Trend zu leichten Weinen. Alle unsere Weine liegen bei maximal 12 Alkohol, fast immer, es gibt Ausnahmen, mal 12,5. Für mich ist aber Leichtigkeit und Bekömmlichkeit, oder heute muss man sagen Verträglichkeit, die Kernkompetenz meiner Region, gilt auch für den Ernie mit Sicherheit. Und es gibt eigentlich keine Region auf der Welt, die in der Lage ist, so viel Trinkspaß, so viel Freude, so viel Animation, leider ist mein Glas, ich bin schon fast ein bisschen, ich laufe langsam trocken, so viel Freude im Glas zu provozieren mit so wenig Alkohol. Das ist ein Thema, das ist international, gerade wenn wir heute nach Russland schauen. Wir haben neue Märkte in der Mongolei, in China. In diesen Tagen wird wieder in China richtig viel Wein getrunken. Und dann ist Bekömmlichkeit, oder in Japan sind wir sehr stark, wenn ich an unsere Restaurants in Kyoto, Osaka, Nagasaki denke, da ist Bekömmlichkeit ein Riesenthema. Und weltweit wird Alkohol zunehmend geächtet. Ich komme halt auch ein bisschen aus der Bierbranche. Ich sehe, wie schwer sich Bier macht. Bier tut als negatives Getränk, was ich sehr schade finde, weil ich ein großer Bierliebhaber bin. Aber Alkohol ist nicht negativ. Alkohol in moderaten Mengen genossen ist sehr gesund. Nur in großen, üppigen Mengen ist er gefährlich. Deswegen kann ich an jeden appellieren, bitte achtsam trinken, klug trinken, am besten das Essensbegleiter, nicht übertreiben, aber regelmäßig. Weil wenn man nicht regelmäßig Wein trinkt, dann ist die Leber auch nicht trainiert. Also man sollte schon dort im Training bleiben, oder Ernie? Ja. Also, da bin ich natürlich sofort dabei, ohne Training wär's schade. Aber auch dieser moderate Weingenuss, es wirklich bewusst machen, das ist ganz, ganz wichtig. Ich hatte neulich ein Interview, da ging es auch um das Thema alkoholfreie Weine. Und ich habe gesagt, ja, ist eine nette Idee. Ich habe noch keinen gefunden, der mir persönlich wirklich schmeckt, der nach Wein schmeckt. Ich würde dann eher zu einem Cabi von der Mosel gehen. Weil da habe ich den natürlich niedrigen fast alkoholfrei. Entschuldigung, das ist wie Butter in der Küche, das schmeckt auch besser. Und wenn kein Alkohol im Wein ist, dann ist es auch nichts. Ne? Wenn man eine schöne Schlag Butter in der Soße oder beim Kochen, da wissen wir alle, das schmeckt einfach gut. Richtig, ne? Das sind die so Geschmacksträger. Es, ne? Geschmacksträger, das brauchen wir einfach. Ne? Und das ist ja alles schön und gut. Die Leute können ja, es gibt bestimmt Umstände, warum man jetzt keinen Alkohol trinken darf, Schwangerschaft oder sonst was, ist es ja okay, wenn es so eine Alternative gibt. Ne? Aber ich glaube, dauerhaft wird das, glaube ich, keine große Lösung werden. Ne? Ich glaube nicht, dass der Weinbau dauerhaft überleben würde. Wenn wir den immer entalkoholisieren müssten, dann wäre das auf Dauer, wäre es auch Blödsinn, auf gut Deutsch. Ne? Und was hältst du davon, wenn du uns dein Himmelreich mal Wollen wir mal ins Himmelreich entschwinden. Also jetzt nochmal für euch als Zuschauer, jetzt kommt der 2018 Gracher Himmelreich Riesling Tradition. Ja, genau. 2018 Dr. Losen, Riesling Tradition. Wird auch schön eingeblendet, VDP große Lage, hier steht es jetzt auch groß mit dabei. Roman hat ja schon gesagt, du bist ein großartiger Gastgeber. Ich meine, das ist nicht nur Roman, der das sagt, das hört man des Öfteren. Du bist viel im Export unterwegs. Du hast ja in Amerika eine eigene Firma, die Blues Brothers, aber die Losen Brothers. Die Losen Brothers. Und genau was Roman ja auch schon sagte, du machst große Bordeaux auf und anschließend dann mit dem Cabi so den Reparaturwein, so dieses damit aufzutrumpfen, zu zeigen, hier kommt wirklich dann nochmal die ganz große Trinkfreude. Ich meine, ich habe die Weine vorverkostet. Als ich hier reingerochen habe, hier reingeschmeckt habe, dachte ich, das ist doch ein Kabinett. Aber steht ja gar nicht Kabinett drauf. Was? Ja, das ist im Prinzip eine Linie, die haben wir schon vor 20 Jahren aufgelegt. Teilweise sind die Weine noch gar nicht im Markt, weil Roman hat das ja auch schon eben erwähnt. Wenn wir zurückschauen zu unseren Großvätern, Urgroßvätern, ne, wie die Wein ausgebaut haben
und wie die vor allem Wein getrunken haben. Ein alter Onkel hier, wie der hat Weine gar nicht, Rieslingweine gar nicht angepackt, wenn sie nicht mindestens 30 Jahre alt war. Der meinte, ein 71 wäre noch zu jung. Man müsste jetzt 50er Jahre trinken. Ne? Es wurde einfach von der Vorgängergeneration von uns, wurden Weine gereift getrunken. Rieslinge wurden getrunken wie Bordeaux. Die sollten 10, 15, 20 Jahre alt sein. Auch unser Großvater hat nie ein Kabinett aufgemacht, wenn er nicht mindestens 15 Jahre alt war. Ne? Das war so halt der Standard. Mittags anstatt ein Tässchen Kaffee, ne? Oder ein Tässchen Tee, wie man in England um 4 Uhr mittags angeboten bekommt, gab es in unserem Haus, wenn Gäste kamen um 4 Uhr mittags, hat man einen schönen gereiften Kabinett, oder damals hieß der ja Naturrein, ne? Angeboten bekommen. Der wurde dann aufgerissen. Ne? Und hier habe ich diese, ich sag mal so, klar, ich war da noch Jugendlicher, und, aber ich fand das immer, wirklich unglaublich schön, wie die alten Herren damals dann so in ihren dicken Sesseln da gesessen haben, ne? Und dann ein Kabinettchen nach dem anderen getrunken haben, immer schön gereift, ne? Und dann auch immer die Lage noch geraten haben. Ja, Ernst, das ist ein Rosenberg. Nein, der hat aber typisch Domprobst. Also ich war immer, fand ich das toll, diese alten Herren, ne? Saßen in den großen Ledersessel, aber dann noch die Ratte dabei, ne? Zigarre und so, weißt du, hier, ne? Alle kräftig, ne? Und haben da diese Weine, da waren keine Etiketten drauf, ne? Aber voller Respekt. Großen Flaschen, und haben dann probiert und haben die geraten, nicht wahr? Da war dieser, und die haben nicht nach Gramm-Rettzucker gefragt. Unglaublich. Ne? Aber das war aber eine tolle Tradition, und diese Tradition haben wir leider verloren. Deswegen hatte ich auch eben gesagt, ich habe die alten restsüßen Weine von der Mosel sehr geschätzt, aber die waren bei weitem nicht so restsüß, wie sie heute waren. Und da kam ich schon vor 20 Jahren auf die Idee, habe ich gesagt, ich mache wieder Weine, eine kleine Selektion, das sind so 10.000 Flaschen jedes Jahr, die ich aber auch altern lasse, 15, 20 Jahre im Keller. Wir hatten jetzt erst 97 und 98 rausgebracht, ne? Und mach die in diesem alten Stil wie in den 50er, 60er Jahren. Und da muss man sagen, das Weingesetz 71 hat letztendlich die Restzucker im Wein, die Höhe des Restzuckers im Wein freigegeben. Aber vor 71 war der Restzucker limitiert gewesen. Da durfte ein Kabinett wesentlich weniger Restzucker haben. Das war eine alte Formel. Das hieß, Alkohol in Gramm pro Liter geteilt durch 4, hatte der Kabinett 80 Gramm Alkohol geteilt durch 4, durfte der Kabinett, der damals aber Natur hieß, also nicht chaptalisiert war, nicht angereichert war, durfte nur 20 Gramm Restzucker haben. Und deswegen hießen ja alle Naturweine früher waren feinherb. Es gab keine restsüßen Kabinetts, wie wir sie heute haben, mit 60, 70, 80 Gramm Restzucker. Wir haben ja teilweise Restzuckerwerte, wie 1969 die Beeren auslesen hatten. Ne? Und das hat, glaube ich, auch ein bisschen diese Tradition für, deswegen, ich liebe diese fruchtigen Moselweine, ne? Aber so, wie sie ausgebaut worden sind in den 50er, 60er Jahren. Und da kamen wir auf die Idee und haben gesagt, wir machen jetzt immer jetzt noch einen, den wir jetzt etwas früher rausbringen, einen traditionellen Kabinett, ne? Wir schreiben zwar nicht aufs Etikett, nennen ihn Tradition. Mit der Tradition meinen wir machen den im Stil wie in den 50er, 60er Jahren mit so um die 20 Gramm Restzucker, ne? Also so geteilt durch 4. Ne? Aber die Weine wurden, auch diese Weine mit Restzucker, ich hatte ja eben gesagt, unsere Trockenweine bleiben ja alle mindestens ein Jahr im Fass liegen auf der Vollhefe. Ne? Mein Großvater hat die Weine auch 2 Jahre auf der Hefe im Fass liegen lassen. Und deswegen ist das ein 18er, den wir jetzt hier haben. Der wurde genauso spontan, in dem Fall im Fuderfass, ne, ausgebaut. Ne? Wurde 2 Jahre auf der Vollhefe belassen, ne? Und wurde dann abgefüllt. Ne? Also 1920, der ist also jetzt eigentlich erst abgefüllt worden, vor so Oktober letzten Jahres. Ne? Und ist vielleicht jetzt noch ein bisschen zu jung. Der muss auch definitiv vielleicht nicht dekantiert werden, aber chambriert werden im Dings. Man hat ja noch hier ein bisschen diese nicht Fasstönchen, wenn man sowas sagen darf. Ne? Am Anfang würde ich fast sagen, er böxert so ein bisschen. Ja, genau, weil der natürlich sehr lang der gebrannt ist. Der ist natürlich jetzt, und sowas haben wir dann auch im Keller, die wir aber erst nach 15 Jahren rausbringen. Ne? Also 2003, 2002, 2008.
Aber sieben liegt noch alles im Keller. Aber auf der Flasche liegen die im Keller? Ja, natürlich im Flasche. Die werden nach zwei Jahren abgefüllt. Ja. Ne? Und dann bleiben die, wie gesagt, ich habe jetzt vor zwei Jahren erst den 97er rausgebracht. 20 Jahre. Ne? Aber genau so ausgebaut. Ja. In diesem Stil, lange auf der Hefe, lange im Fass. Dann aber mit dem niedrigen Restzucker. Bei einer Spätlese ist das dann halt so um die 35 oder 32. Ne? Aber das ist sensationell. Das ist, im Prinzip haben wir eigentlich eine Kultur verloren. Ne? Und wie er ja sagte, wir hatten ja früher eine unglaubliche Anerkennung für die Weine. Ne? Und da müssen wir hin. Ich mache ja auch Weine zwei Jahre, drei Jahre im Fass. Ne? Und dann bleiben die 10 Jahre, ne, liegen, ne, bei uns, bevor sie in den Markt kommen. Ne? Wir müssen wieder zu diesen Traditionen zurück, wie unsere Vorvorgänger das gemacht haben. Das ist Leidenschaft, oder? Wenn man das ja dann hört, wie er sagt, dass das vor 100 Jahren die Weine so teuer waren, die in New York und überall für einen Wahnsinnspreis gesoffen worden sind, dann sollten wir uns doch mal überlegen, wie wurden denn diese Weine vor 100 Jahren ausgebaut. Ne? Und das Schlimme ist, in Deutschland haben wir immer noch die Preisdiskussion, da kosten Wein dann 5 Euro und die Leute sagen immer noch, das ist teuer. Also, ja, aber das Tolle ist ja, das dreht ja gerade. Ja. Das Tolle ist ja, dass, also ich muss dann jetzt mal... Ernie, verzeih mir, ich mich jetzt ganz kurz das sagen. Ich bin ja erst vor 20 Jahren eingestiegen in die Branche und vor 30 Jahren war ja der Moselweinbau am Boden. Aber heute, wenn ich sehe, wie viel Respekt, aber wenn ihr mal seht, was heute los ist, jetzt morgen früh in Moskau, dann heute Abend wahrscheinlich in New York, es finden so viele Proben statt. Wenn wir in New York sprechen, dann sind da 60 Sommeliers, die sind gut vorbereitet, die das entsprechend sich aufsorgen und die auch diese reiche Geschichte auch genießen. Mein Weingut ist in einer römischen Ruine hineingebaut, 2000 Jahre Geschichte. Ich kann nicht sagen 200 Jahre, ja, vor 200 Jahren erstmals den Namen von Volkstum, aber dein Weingut auch. Wir haben, wie auch viele Kollegen, haben 2000 Jahre Weingeschichte. Wir sind ja nicht irgendwelche Hinterwäldler, die mal gerade eben Paar-Rebungen hinpflanzen. Und die Weinberge sind Kraft ihrer Qualität. Das sind ja Schiefersteillagen, dafür braucht man sich nicht zu schämen. Ernie, gratuliere zum Bremer Kalmont, das ist nicht der Hammer. Aber richtig karge Schiefer, da kannst du nicht. Ja, natürlich musst du ein langes und ein kurzes Bein haben, weil ansonsten fällst du um. Das ist doch klar. Ich darf hier nochmal kurz zwischengrätschen und einfach nochmal daran erinnern. Es ist so ein bisschen die Frage, weil wir ja auch international heute unterwegs sind im Chat, wie stellt sich die Lage da? Das zählt, also das Himmelreich. Und also, wie würdest du den Wein selbst beschreiben? Ja, also die Krache Himmelreich ist jetzt in dem Fall eine große Lage oder eine Grand Cru-Lage, wie die Franzosen sagen würden. Ne? Eine ganz klassische, fantastische Steillage, reine Südlage in dem Fall, kommt bei uns auch aus den Kernparzellen, ne? Die alte Reben, ne, haben, ne? Alte wurzelechte Reben haben. Ne? Ist eine Blauschieferlage, also wir hatten jetzt zwei Blauschieferweine gehabt, ne? Also ein Blauschiefer-Gutsriesling aus den höheren Lagen, wesentlich höher gelegen als jetzt der Kracher Himmelreich. Da ist eine Lage, die in der Regel immer ein bisschen Alter braucht. Das sind speziell Parzellen, wo mein Großvater immer gesagt hat, oh, die müssen eigentlich immer erstmal ein bisschen Alter haben. Ne? Vielleicht liegt das auch daran, dass man immer nur ältere Weine getrunken hat. Ne? Aber ich glaube schon, man sieht ja hier, da kommt jetzt noch der Ausbaustil zu. Das ist natürlich ein Ausbaustil, der gemacht worden ist, in einer Zeit, wo solche Weine alt getrunken worden sind, also mindestens 10, 15 Jahre alt. Ne? Da muss ich natürlich jetzt dem Kunden letztendlich, ich kann ja auch nicht alle Weine weglegen, dem Kunden halt letztendlich nur nahelegen, er kann das ja probieren und da soll er dann sich mal dann nochmal in zwei Jahren probieren, nochmal in zwei Jahren, dass er da ein bisschen ein Gefühl für bekommt. Ne? Aber den Wein würde ich schon, ich persönlich natürlich jetzt jedem empfehlen, kaufen Sie sich ein paar, legen sich weg und fangen Sie nochmal in 10 Jahren an. Ne? Aber bei dem Preis ist das ja auch wesentlich einfacher, sich keine Ahnung, was der kostet jetzt, 16, 17, 18 Euro oder was, ne? Ist wesentlich einfacher wegzulegen, als sich ein Cinquième Grand Cru von Bordeaux, was mindestens immer noch 30 bis 50 Euro kostet, ne? Um sich davon wegzulegen. Also da kann man sich ein ganzes Sechserkartönchen weglegen für eine Flasche eines anderen Weins, die man auch sehr schön altern lassen kann. Ne? Aber ich glaube, wir müssen alle wiederum auch mal ein bisschen wachrütteln und sagen, schau mal, Riesling hatte immer diese Tradition, auch ein bisschen reifen zu können. Roman hat das gesagt, ne? Hat einen 17er mitgebracht. Wir müssen die Leute auch wieder ein bisschen dahin führen, diese Primäraromen
wie du sagtest, ne? Das ist Quatsch im Prinzip. So ein Wein hat keine Primäraromen mehr. Der hat natürlich durch die Fasslagerung schon, geht der schon in die Tertiäraromen rein. Haben wir Fragen im Chat? Im Moment aktuell wird fleißig gelauscht. Qualität will bezahlt sein und es geht nicht immer nur ums Geld. Ja, das finde ich schon mal sehr, sehr, sehr gut. Jetzt sind wir gerade schon beim Thema Kabinett. Roman, du hast ja auch ein Kabinett mitgebracht, den Rotschiefer. Richtig. Kommando ausschenken? Würde ich sagen. Ausschenken. Kommando ausschenken. Dann kommen wir nämlich da mit dem Thema Kabinett ein bisschen weiter. Laut eurer Webseite ist es ein Gutswein. Auch das hier wieder wie beim Alte Reben ist auf dem Etikett, also dieses klassische VDP-Gutswein, Ortswein und sowas nicht erkennbar. Der VDP hat ja insgesamt so diese Dreistufigkeit und Vierstufigkeit. Wie stehst du dazu? Oh je. Ich bin in Sachen Nomenklatura beim VDP nicht der richtige Ansprechpartner. Ich mach meistens Sachen so, wie ich sie für richtig halte. Und das ist nicht immer das, was andere gut finden. Aber das Wichtigste ist, dass der Wein gut schmeckt. Ja. Und wir haben hier einen Rotschiefer tatsächlich auch überwiegend aus großen Lagen, aus Grand Cru-Lagen. Das heißt, ein Wein, bei dem ich noch was anderes sprechen möchte. Übrigens, wenn Sie mal zu Hause, Sie haben einen Wein von Ernie, von mir, ein Kabinett. Ja, was ist denn das? Ist das trocken? Steht da nicht trocken drauf? Wo ist denn da trocken? Mist, was ist das überhaupt? Wenn Sie nicht wissen, ist er trocken oder fein? Am hinten steht 10 Alkohol drauf. 10,5 steht drauf. Was heißt 10,5, Ernie? 10,5 ist so, ja, der wird dann doch so 20 Restzucker haben, oder? Genau, 28 Gramm Restzucker, 11 Gramm Restzucker. Das heißt, der Wein ist dezent feinherb. Eine Restsüße. Mhm. Wenn Sie bei Egon Müller sowas trinken, dann müssen Sie einfach mal 20 Jahre warten. Dann ist er auch trocken, kein Problem. Auch das hält wunderbar. Oder nach 30, nach 40 Jahren. Ich hatte das Glück, dass ich beim alten Egon Müller immer bis zu 50, 60 Jahre alte Kabinette trinken durfte. Und ich finde ganz wichtig, was Ernie schon eben gesagt hat. Kabinett steht für Feinheit, für Eleganz, für Trinkfreude, für Trinkspaß. Jetzt stellt euch mal gerade vor, draußen im Frühling, die ersten Sommerstrahlen, der Grill wird angeschmissen zum ersten Mal im Frühjahr. Ein paar Lachssteaks, ein paar Lammspieße und irgendwas Vegetarisches, was ich jetzt nicht weiß, auf den Grill geschmissen und dann sowas oder meinetwegen auch ohne Essen oder Käse oder ein paar Austern, ein paar Gelados. Sowas in Gelado-Austern, das ist der Hammer. Und was ist denn unser Job? Wir werden die Welt nicht retten können, aber wir können Freude bereiten. Und wir wollen, dass Menschen Freude haben beim Wein. Und Weingenuss sollte eben nicht viel Alkohol sein. Weingenuss sollte leicht sein. Weingenuss sollte bekömmlich sein, er sollte Freude bereiten. Man sollte, wenn man versehentlich mal eine Flasche davon getrunken hat, am nächsten Morgen sich gut fühlen und Mineralien und Extrakte aufgenommen haben und eben nicht zu viel Alkohol. Mhm. Habe ich die Frage beantwortet? Welche Frage? Ja, okay. Eine Frage wäre zum Beispiel, wie lange wird der Rotschiefer ausgebaut? Wie bei Ernie auch, der wird jetzt im April gefüllt. Übrigens 20 ist ein ganz großer Kabinettjahrgang. Wieder ein Jahrgang mit sehr viel Trinkspaß im Glas, mit sehr viel Primärfrucht. Und der Wein wird bei uns zu 100% spontan vergoren. Was heißt Spontanvergärung? Spontanvergärung heißt, dass wir arbeiten wie unsere Großväter, nicht wie unsere Väter. Wäre mein Großvater Winzer gewesen, hätte er so gemacht. Das heißt, wir geben gar nichts rein, keinen Zucker, keine Säure, keine Entsäuerung, keine Reinzutepen, keine Enzyme. Alles Zeug zur Seite geschoben. Wir arbeiten in diesen Weinwagen, das gilt glaube ich auch für den Ernie, natürlicher, es ist im Keller, natürlicher, als es nach Bio-Richtlinien auch erforderlich ist. Das heißt, wir verzichten auf jegliche Hilfsmittel wie Bitonite, Enzyme und so ein Zeug. Und wollen eben dem Wein natürlich alle Zeit geben. Auch wir haben einen Keller, in dem wir die Weine viele, viele Jahre lang liegen lassen. Ein Reservekeller. Aber bei diesem Wein geht es eher darum, dass der Wein schon im Frühjahr, auch diese Frucht, dass wir den Wein eben auch schon jung genießen können. Und ich finde, ein Kabinett kann eben auch schon jung richtig viel Spaß machen. Probieren wir den Wein? Auf jeden Fall. Ich glaube, Ernie teilt die Meinung. Das ist eine große Besonderheit, ja, ne, des deutschen, wenn ich mal so sagen darf, des deutschen Weines. Ne? Es gibt überhaupt nirgendwo auf der Welt, und da sehe ich auch immer, wenn er von Kollegen spricht, gerade wenn ich mit vielen italienischen Kollegen zusammen bin, die finden gerade diesen leicht fruchtigen Kabinett, so wie wir den jetzt so feinherb nennen und so, ne, finden die sensationell. Die finden das ja toll mit dem leichten Alkohol. Die fragen sich immer, oh, wie kann ich sowas machen? Wie kriege ich sowas hin? Wir werden um diese Machart weltweit beneidet. Ja. Ich hatte einen Kunden aus China, den ich beraten habe, in seiner Weinbauregion in Guangzhou, nordwestlich von Peking. Und dann sollten wir Kabinett bei minus 40 Grad im Winter, bei plus, keine Ahnung, 50 Grad im Sommer. Geht das leider nicht. Diese Art von Wein ist ein ganz, ganz kleiner Klimagürtel gebunden, indem wir gerade hier an der Mosel oder auch in der Saar eben Bedingungen vorfinden, in denen wir sehr heiße Nächte, extrem kühle Herbste haben,
auch durchaus mal ein durchwachsenes Wetter. Wir wollen nicht den ganzen Sommer und den gesamten Herbst über Sonnenwetter. Das ist ja schön in Chile, in Argentinien oder in Kalifornien. Das ist toll. Wir wollen durchwachsenes Wetter haben. Wir wollen ein paar, es ist im Prinzip wie beim Bier. Hängzeit zu tun. Das hat mit cool Climate oder kühleren Gegenden zu tun. Und wir haben natürlich, wir sind in der Hinsicht natürlich in, jetzt sowieso noch mehr gesegnet. International sagt man, die Trauben müssen 100 Tage Hängzeit haben. Ne? Dann sind die physiologisch reif oder aromareif oder wie man immer das nennen will. Ne? Jetzt haben wir den großen Vorteil als nördlichstes Weinbaugebiet, ne, Deutschlands und fast eigentlich Europas, wenn man natürlich jetzt durch, wenn man das mal abzieht durch Klimawandel, dass wir natürlich jetzt auch Weinberge in England haben und was weiß ich, auch sogar in Südschweden, ne? Aber wir sind historisch das nördlichste Weinbaugebiet, ne? Und das hatte immer den Vorteil gehabt, weil wir eine sagenhaft lange Hängzeit hatten, ne? Aber ohne am Ende der Reifezeit überreif zu sein. Das heißt, die lange Hängzeit gibt dir die volle Aromatik, aber nicht unbedingt die Zuckerreife. Das kann man vergleichen, ne? Mit Sous-Vide-Verfahren. Ja. Und das bringt uns. Ernie. Deswegen können wir alle einzige Kabinett machen. Ganz, damit Sie verstehen, worüber wir hier sprechen. Meine Mama ist eine Professorin für Architektur und Denkmalpfleger. Die ist eine tolle Wissenschaftlerin. Aber beim Kochen ist sie eher durchwachsen. Und wenn die in Rehrücken, wir haben einen großen Wald in der Eifel, und wir haben wunderbare eigene Fässer aus eigenen Eichen, aus eigenen Wäldern. Aber wenn wir unseren Rehbraten zu Hause zubereiten, dann ist der immer knochentrocken. Warum? Der wird so heiß gegart. Früher hat man einen Rehbraten, also auch deine Eltern haben Rehbraten und Rehrücken mit 180 Grad im Ofen gegart. Ein kluger Koch heute geht hin, es wird zu Vide gegart bei 63 Grad, 64 Grad, vielleicht auch im Beutel, aber ganz, ganz schonend unter Dampf. Und dann wird am Schluss einmal erhitzt. Und das ist mit den Trauben das Gleiche. Die Trauben reifen ganz langsam, bilden extrem feine Fruchtaromen. Das Tolle an der Sahnamose ist natürlich auch, dass die reife Säure da ist. Das heißt, wir sind nicht das saure Gebiet. Ganz im Gegenteil. Heute entstehen saure Weine in eher warmen Regionen. Und die bekömmlichen reifen Säuren, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Weil oft sagen ja, nee, Herr Ober, kein Riesling, das ist mir zu sauer. Quatsch! Dann nehmen Sie bitte einen Riesling aus einer kühlen Region. Weil die Cool Climates, das ist Cool Climate Winemaking, was wir machen, die bringen eben diese reife, bekömmliche Säure, dieses große Trinkvergnügen und diese fantastische Bekömmlichkeit. Noch einmal mitschreiben. Es gibt keine Anbauregion auf dieser Welt, die so viel Trinkspaß mit so wenig Alkohol verbindet. Und das ist, wenn jetzt Paris Hilton und George Clooney, die müssen halt mal heimlich abends mittags auf dem Riva-Boot am Lago di Como gefilmt werden, wie die dann beide sich zupussen und Paris sagt, Darling, it's so lovely. Wenn das gelingt, dass George Clooney dann sagt, yeah, Darling, it's so light, it's so animating. Wenn die das verstehen, dann haben wir es geschafft, weil dann wird die Welt uns das aus den Händen reißen. Ernie, du bist der Vorreiter dafür. Aber wir freuen uns in der Mosel, dass wir die Anerkennung erfahren. Weil so eine Flasche hier, das kostet, was kostet das? 14 Euro. Nee, Quatsch, 12 Euro, 11 Euro, sowas. Das ist nix. Wenn man es vergleicht mit Weinen aus wenn, Ernie, wenn du, was kostet eine Flasche? Einfacher Chardonnay in Kalifornien, einfach. Gehen wir nur mal der Burgund. Der kleinste Wein von Dominique Lafont, das ist der Clos Labarre. Na, halt mal, der Clos Labarre kostet zwischen 120 und 100 Euro. Ernie, du bist ja in den falschen Kreisen. Wir reden von normalem Wein. Was kostet also, in Kalifornien die normale Flasche im Supermarkt? Naja, Basis? Ich meine, da hast du natürlich auch die 20, 22, 18. Na, also kommt ja auf, Kendall Jackson ist natürlich auch nur. Ja, aber kostet, das ist aber eine, da stehen aber 100 Millionen Flaschen. Ja, nicht so viel. Und was kostet die Flasche? Ja, aber von einem vernünftigen Winzer musst du schon 20 Richtig. Dollar. Es fängt bei 20 Dollar an. Ansetzen, ne? Und das ist vielleicht auch der Appell an ich bin jetzt nicht Deutschland, ich bin halber Pole, also ich bin weit entfernt von, aber dass man einfach mal wertschätzt, was dieses Land hervorbringt. Es gibt einfach viele tolle kleine Winzer an der Mosel und auch in anderen Gebieten, die einfach für 10, 15 Euro einen riesen Wein anbieten. Und das macht Spaß. Aber ich meine, ich muss auch, eins müssen wir natürlich eher sagen, wir haben auch, wenn ich bin ja ein bisschen länger noch als du da im Geschäft, ne? Als ich angefangen habe, ne, habe ich wirklich noch the Dark Age of. Und das ist mein Vorteil, ja. Ich kann nur positiv reden, Ernie. Bei mir gibt es nur Sonnenschein. Wirklich, da haben wir wirklich, da haben wir wirklich, also war 1988. Der Unterschied zwischen Ernie und mir ist, bei mir ist nur Aufschwung, ja. Seit 20 ja. Jahren haben nur Aufschwung. Aber wenn ich das vergleiche, als ich angefangen habe, wir haben schon viel erreicht. Und wir müssen auch einmal sagen, wir orientieren uns, ich meine, es geht vielleicht jetzt zu politisch, wird's, ne? Aber wenn wir immer uns nur wie VDP, wir wollen immer nur Burgund und sonst was sehen, auch Burgund hat 80, 100 Jahre gebraucht, um da zu sein, wo wir sind. Wir können auch nicht alles auf einmal erreichen. Rom ist auch nicht in drei Tagen gebaut worden. Es geht nur über Qualität. Aber wir haben
wir haben viel erreicht. Und die Mosel, wenn, als ich angefangen habe, in England meine ersten Weinproben zu machen, das war 1985, Halleluja, was haben die mich angeguckt? Die haben gedacht, ich wäre vom Mond gefallen. What? You want to Riesling? Riesling? Are you crazy? You know? Ja. Give me Chardonnay! Was I want immer, Chardonnay! Und so, ne? Und heute werden wir wieder respektiert. Riesling gehört zu den ganz großen Rebsorten wieder der Welt. Und im Ausland bist du eigentlich das Gesicht des deutschen Rieslings. Die Ikone. Ja, weil, aber wenn man 30 Jahre die deutsche Riesling-Flagge durch die Welt schleppt, ne, ja, dann muss dafür. Man auch mal was tun. Der Daniel deutet gerade schon wieder an. Der Chat läuft mir sonst langsam weg. Es war zwischendrin kam die Frage, 2020 war ein sehr gutes Jahr für Kabinett. Warum? Das war ein Jahrgang, der war relativ heiß. Die Erträge sind nicht so niedrig wie vielleicht in 19. Also 19 und 17 sind Jahrgänge mit sehr geringen, extrem geringen Erträgen. Ich habe das gerade mit dem Steuerberater leider besprochen. Das war ein frustrierendes Thema gestern, weil die Mengen einfach extrem klein waren. 20 war zum Glück ein Jahrgang mit guten Erträgen. Und wir hatten einfach eine perfekte Reife bei Kabinett, eine super Primärfrucht. Goldgelbe Trauben und wurden dann vom Regen nicht so allzu sehr beschädigt. Also das und ist immer so ein Jahrgang. Diese extrem hohe Reife. Also wir hatten die perfekte Kabinettreife. Also als ich den Ernie kennenlernte, wollte man Sonnenschein. Man hat geträumt von goldgelben Trauben. Ja. Heute sind wir ganz froh, wenn wir ein paar Wolken im Sommer kommen und nicht ganz. Und meine Regenschauer im August ist auch nicht schlecht. Sowieso, daran seht ihr, wie stark sich's verändert hat. Also meine Region ist in den 1960er, 70er, 80er Jahren gescheitert. Die Winzer haben ihren Söhnen verboten, die Weingüter zu übernehmen, oder den Töchtern, weil sie der Meinung waren, das ist ein schrecklicher Beruf, mach's bloß nicht. Und heute auf einmal erleben wir einen Aufschwung, ein Günter Jauch investiert. Wir haben mit Reverchon einen Banker aus Frankfurt, der investiert. Wir haben viele neue Investoren, die entdecken das gerade. Wir haben Anfragen, auch von Volksen werden wir im neuen Weingut. Oh. Wir können gleich ein paar Bilder zeigen. Das ist eine Idee. Du hast ja so ein... Ja, klar. Du bist ja aus dem Ort rausgezogen. So richtig. Ich bin ausgesiedelt. Aussiederhof. Ja, können wir mal zeigen. Dann vielleicht mal Sachen sagen. Bilder dazu kommen. Ja, da kommen sie. Ja, wir arbeiten daran. Wow. Ich freue mich, dass wir in Stahlangen arbeiten dürfen. Das ist die Saar. Also hier ist genau der Einstieg in die Saar, wenn man von Konz kommt. Das ist ein wunderschönes Gebiet, auch mit dem Fahrrad. Das sind nicht meine Weinberge, das Bild ist von woanders. Das ist jetzt im Sommer. Und wir haben eben diese ganz, ganz lange Reife. Das ist Bockstein, eine Weltklasse-Lage unten mit meiner Mannschaft, mit dem Landy drin. Und das ist jetzt der Gottesfuß, uralte Rebstöcke, 1883 gepflanzt. Und das ist schon eine magische, ich nenne es jetzt ein magisch schöne Tal, in dem eben Weine entstehen von einer Filigranität, einer Eleganz. Das ist der Braunfels, also die Wiltinger Lage, das ist die Kupp, das ist der Gottesfuß dort drunter. Und das ist halt jetzt im Herbst und das ist die neue Manufaktur. Wir wollten ein Weingut bauen, in dem wir die Nachhaltigkeitsideen eben umsetzen konnten. Wir sind komplett natürlich in der Energieversorgung, das heißt 100% Eigenstrom und die eigenen Eichen aus eigenen Wäldern, das ist der Reservekeller. Und hier versuchen wir eben 100% Eigenstrom, wenn Sie mit dem Auto vorfahren, Sie können Ihr Elektroauto demnächst bei uns auch komplett laden, 8 Ladestationen. Und wir wollen eben auch mit dem Gebäude einen Anziehungspunkt schaffen für den Aufschwung in der Region. Das ist ein Symbol für die Renaissance eines Gebietes, das doch vor 30 Jahren kaum noch jemand gekannt hat. Und das ist heute einer der, immerhin in meinem Dorf wächst der teuerste Weißwein der Welt. Mein Nachbar Müller, den meisten meiner Weinberge, erreicht bis zu 15.000 Euro pro Flasche. Weltweit geachtet, in Deutschland kaum bekannt. Aber da reden wir von der internationalen Riesling, das ist der Papst. Also ich bin dankbar, dass er mein Nachbar und Freund ist und dass wir eben dort auf dem Niveau auch die oberen 10.000 dieser Welt bedienen können. Ich meine, die Bilder waren ja absolut eindrucksvoll jetzt hier. Von der Saar, ich meine, dieses kleine Tal. Früher hieß die Region ja auch Mosel-Saar-Ruwe. Genau. Das ist dann zusammengestumpft worden. Autsch, Mosel. Nicht gestumpft. Ja, nee, ich finde das wirklich, es ist, eigentlich werden zwei Bereiche fallen gelassen. Mir tut es ein bisschen leid um die Ruwe. Karl von Schubert hat das oft gesagt. Ja. Mit Maxim Grünhäuser, der Kartoffelhof und viele andere an der Ruwe. Aber die Ruwe ist auch ein fantastisches Gebiet. Das wert ist, dass man darüber spricht. Mit der Saar haben wir ein bisschen das Glück, dass wir natürlich momentan aufgrund der Klimaerwärmung eben in den Fokus gerückt sind. Und wir leben natürlich mit der Saar wir sind ja ganz klein. Die Mosel insgesamt hat so 8.000 Hektar etwa plus minus. Also das ganze Mosel-Saar-Ruwer-Gebiet ist 8.000. 8.000 Hektar. Wir haben in der Saar mal 750 Hektar. Wir sind ganz klein. Wir haben aber vielleicht. Wir haben die höchste Dichte an Spitzenweingütern, wir haben die höchste Dichte an Toplagen
Und wir haben vor allem ein Gebiet, das natürlich von der Klimaerwärmung profitiert wie kein anderes. Vor 100 Jahren waren die Saarweine, Entschuldigung, Ernie, jetzt muss ich jetzt leider reingrätschen, die Weine waren auf den Versteigerungen so gefragt, dass sie über viele Jahre um 1900 hinweg oft ein Drittel teurer waren als die Moselweine. Sie wurden fast 50% der in Trier versteigerten Weine waren eben Saarweine. Und ich habe die das Originaldokumente liegen. Der galt eigentlich immer als der teuerste Wein. Bitte? Der Bernkasser Doktor. Einverstanden. Also der Bernkasser Doktor. Immer als der teuerste, immer als der teuerste Wein. Jetzt können wir uns streiten. Und der ist von der Mosel. Wir Moselader. Ernie gleich liest Moselblut. Genau deswegen sitze ich ja zwischen euch beiden. Also ich hab einen kurzen organisatorischen Einwurf. Ja. Wir sind jetzt eine Stunde dran und haben den vierten Wein im Tasting. Das heißt, wir sind schon relativ zügig unterwegs. Das heißt, wir sollten vor dem Blind Tasting des roten Weines die Weine gerne nochmal Revue passieren lassen. Ja. Und dazu darf ich auch noch eine Frage nochmal aus dem Chat anwerfen, die vielleicht auch nochmal sehr interessant auch für die Leute ist, die eben gerade aufgekommen ist. Wie sehen denn bei euch in den Weingütern die Absatzmärkte national und international aus im Vergleich, im Verhältnis? Ich glaube, wenn ich mal starten darf, Ernie und ich haben genau die unterschiedlichen Strategien. Mein Ziel war von Anfang an der deutsche Markt. Von dem aus wir nach und nach eben uns erweitern. Gerade kam eine sehr schöne Nachricht von einer lieben Kundin aus Schweden auf meinem Telefon. Wir sind inzwischen auch international sehr stark aufgestellt. Ich habe Märkte wie die Mongolei. Wir haben es natürlich mit kleinen Mengen, anders als der Ernie in den USA, eher Skandinavien. Und dann ist eine sehr wichtige Rolle natürlich auch Asien. Aber was mir viel Freude bereitet, ist eben vor allem solche Märkte wie Frankreich. Kein Mensch denkt an Frankreich, wenn er als Markt denkt. Oder Italien und Spanien. Italien und Spanien sind total spannende Märkte, Ernie hat es genannt. Ein Kabinett Feinab gibt es nicht in Italien, in Spanien. Und im Restaurant, es gibt so viele kreative Köche in Spanien. Es gibt so fantastische Restaurants. Da passt halt ein Cabi Feinab einfach super zur Küche. Und ein Wein mit 9,5, 8,5, 8 oder 7,5 Alkohol oder 10 Alkohol ist halt einzigartig und das macht Spaß dort. Das passt. Also von daher, in meinen 20 Jahren, denen ich in der Branche bin, Ernie kann jetzt ein bisschen länger darüber referieren, in meiner Phase der Arbeit mit einem tollen Mann, Gelegenheit, mich bei meiner Mannschaft zu bedanken. Danke, Leute, das macht Spaß. Ich darf immer reden und die Lorbeeren und die Orden einstecken und die Mannschaft dahinter macht einen geilen Job. Wir haben ein tolles Team, das dahinter steht und das wirklich Tag und Nacht dafür schuftet. Und deswegen dahinter stehen halt auch bei dir stehen tolle Leute. Dein Kellermeister ist ein super Typ. Und, der mit 65 noch Marathon läuft, ja, weil er auch nicht ausgelastet scheinbar ist. Ich habe mal, Qualität kommt von Leidenschaft. Und Qual und Engagement ist die Grundlage. Du kannst diesen Stein lang, ich hab eine Mannschaft da draußen, die jetzt gerade im dicksten Regen Tag für Tag stehen und die nicht umfallen und die im Wind nicht umfallen und die dann im Herbst 10, 11 Stunden, Achtung Arbeitsrecht, ist glaube ich etwas anders jetzt, aber die wirklich eine Wahnsinnsleistung erbringen. Steillagen heißt Engagement, das heißt Fleiß, das heißt wirklich Leistung erbringen. Diese Weine entstehen durch einen gigantischen Aufwand. Das ist nicht ein Traktor oder Trecker, der da durchbrettert und dann mit Vollernte das reinruppt. Wir haben 100% Handlese, selektive Handlese, mehreren Ernte durchgehen. Das ist ein gigantischer Aufwand. Das sind so viele Winzer, die so einen tollen Job machen. Und deswegen besucht sie im Herbst, geht in die Weingüter, geht nach Irzig, Trittenheim, meinetwegen nach Wiltingen und nach Saarburg und nach Irzig. Das macht so einen Spaß. Das ist toll im Herbst, aber auch im Sommer. Besucht uns, lernt es kennen, besucht mein Weingut, kommt vorbei auf ein Glas Wein, auf die Terrasse von Fort Volksmüsse, der Werbeblock. Nein, das ist schön. Oder auch hier bei den Kollegen in der Mosel, das macht einen Riesenspaß. Das ist eine tolle Region. Packt eure Fahrräder ins Auto und entdeckt die Region. Am besten mit dem Fahrrad. Das macht Spaß. Die Frage war ja auch mit den Auslandsmärkten. Wir hatten ja schon gesagt, du bist letztendlich die Ikone des Rieslings im Ausland. Das hat natürlich auch was damit zu tun gehabt, als ich das Weingut übernommen habe. Das war in einem sehr, sehr schlimmen Zustand. Aber mein Vater wie mein Großvater haben schon immer Export getätigt. Ne? Ich war mal in dem ältesten Restaurant New Yorks, Amerikas. Das ist in New Orleans, ne? Das heißt Antoine's. Ne? Und das war gerade vor Katrina, diesem Wirbelsturm. Ne? Und da hatte ich mit dem Sommelier zusammengesessen, hatte ihm meine Flasche 2002er Bernkasserlei Kabinett vorgestellt. Da sagte er, oh, Ernst, I was just on the attic, also um Dachboden. Da habe ich so alte Weinlisten gefunden, ne? Und so, da war die Weinwelt auch noch relativ bescheiden. Ne? Da hat man Bordeaux getrunken, ne? Burgund natürlich, Rhone, dann Rioja, Piemont, die Süßweine, Malaga, ne? Natürlich Sherry und Madeiras, ne? Und ganz dick, ganz groß, wie er ja schon sagte, zwei Seiten deutsche Rieslinge. Ne? Dann sind wir durchgegangen und da sage ich, oh, schau mal, oh, hier,
1921, ne? Bernkasser Lei, damals Natur, Kabinett bei Top-Lage. Natur. 1921, Bernkasser Lei, Natur von meinem Urgroßvater. Aber gesagt, okay, I need 80 years every time to make a sales pitch. Ne? Ich komme halt nur 80 Jahre, alle 80 Jahre mal vorbei, um nochmal den Wein verkaufen. Aber da war, also auch mein Urgroßvater hat schon nach USA verkauft. Der ist jedes Jahr mit Hapag-Lloyd nach USA gefahren, ne? Und hat da schon, ne, verkauft. Das war natürlich eine Wahnsinnsreise, 6 Wochen. Ne? Deswegen traditionell, als ich das da übernommen habe, habe ich natürlich die Exportmärkte weitergeführt. Wir haben heute, wir sind bestimmt am stärksten vertriebene deutsche Weingut im Export. Ne? Er wird ja jetzt da in die Malediven fliegen, da wirst du auch unsere Weine sehen. Ne? Malediven ist stark für uns. Und wir sind in 80 Ländern vertreten, weltweit. Ne? Deswegen hat der Export bei uns immer noch 80% Anteil. Wir machen 20% in Deutschland. Weil der deutsche Markt hatten wir uns langsam aufbauen müssen, weil zu meinem Vaters Zeiten, als ich das übernommen habe, der hat 100% Export gemacht. Ne? Also gar keinen deutschen Markt. Ne? Deswegen haben wir einen starken Exportmarkt, bin auch noch froh drum. USA ist immer noch für uns der wichtigste Markt, großer Markt für uns, sehr wichtiger Markt. Ne? Deswegen haben wir auch eine eigene. Vielleicht Import, auch noch, ne? Eine andere Punkt dazu. Ernie ist aufgewachsen mit Ressourcenweinen. Und kam dann zu den trockenen Weinen. Genau. Ich bin gestartet mit den trockenen Weinen und habe jetzt kämpfen wir darum, dass er auch ganz oben neben Egon Müller die Anerkennung bekommt für Restwisse-Weine. Weil die sahen natürlich für Restwisse-Weine fantastisch ist. Aber so sind die Strategien doch durchaus sehr unterschiedlich. Mhm. Aber man sieht daran, dass beide Strategien sich dann doch irgendwann auch annähern. Ja. Und das, was jetzt auch gerade passiert in der Weinbranche, das finde ich einfach auch irgendwie. Aber es ist natürlich auch wichtig, ne? Die Weine müssen ja in Exportmärkten sein. Weil warum? Also, so sehe ich das. Warum ist Bordeaux so berühmt? Weil du kannst in jedem letzten Winkel dieser Welt eine Flasche Bordeaux finden. Aber Ernie, ne? Es gab eine Flasche Château Margaux, Aubryon und Latour vor 100 Jahren in Deutschland in jeder Bahnhofsgaststätte. Ja. Damals waren Bahnhofsrestaurants die Spitzenrestaurants und große Bordeaux waren in den deutschen Restaurants, ob in Leipzig oder Dresden oder auch in Trier, waren die in den Bahnhofsrestaurants vertreten. Und es ist aber Zeit, dass unsere Weine, das ist das, wofür wir beide kämpfen, dass wir die Anerkennung erfahren, dass die Weine eben auch in jedem, also für mich ist die Gastronomie extrem wichtig. Du musst sie aber rausbringen. Selbstverständlich. Die ganze Welt kämpfen, das muss sie trinken. Ne? Und ich meine, du hast ja eine Strategie. Es gibt ja im Ausland diesen Wein Dr. L, den wir in Deutschland gar nicht kennen. Wird er in Deutschland überhaupt gar nicht? Ja, den gibt es nicht unter diesem Namen, ne? Weil das ist ja unter der Erzeugung. Ich habe schon in Indien gehabt. Goldsriesling, ja? Also es gibt in Indien kaum ein Restaurant oder also man kann in Kathmandu wahrscheinlich auf dem Gipfel klettern, in irgendeiner Hütte, und da wird man Dr. L finden. Also Ernie, Respekt. Ja. Hast du was? Das ist ein Wein, was fleißig, den wir wirklich machen. Also für mich ist das immer, ich sage das immer, unser Dr. L Riesling. Wir haben einfach nur Dr. Losen gekürzt auf Dr. L, weil ich ja als VDP-Weingut dann ein anderes Etikett haben muss. Haben wir eigentlich, ist das, für mich ist das der Ambassador, ne, der Botschafter für unsere Gegend. Das für mich ist Dr. L, soll einfach nichts anderes zeigen als ein ganz typischer Riesling, Mosel-Riesling vom Feiner. Schiefer, von der Steillage, ne, und von unserem Gebiet. Und 100% Riesling, 100% Riesling, 100% Schiefer, 100% Steillage. Und eher Feinherb ausgebaut. Ne? Und das ist das, und wenn die Leute das mal getrunken haben, dann, und die Leute fangen nicht an, mit Mouton Rothschild zu trinken. Die kaufen noch zuerst Mouton Gardet, ne? Und wenn denen das schmeckt, dann sagen sie, oh, vielleicht ist Bordeaux ganz lecker, dann gehe ich mal hoch. Und der Dr. L ist für mich deswegen ein Ambassador. Wenn den Leuten das schmeckt, dann sagen sie, oh, das ist aber lecker, wo kommt denn das her? Ne? Was ist denn das? Ne? Und das ist erstmal, was sie sich leisten können. Das ist der Wein, mit dem die Leute. Die Leute erstmal zum Gebiet Mosel, Saar, Ruwer bringen will, ne? Genau. Ne? Wenn das Zeug scheiße ist, dann sagen die, oh, das mache ich nicht, ich mache keinen Riesling. Ne? Das muss überzeugen, deswegen musst du eigentlich für den Wein musst du noch viel mehr Aufwand betreiben, noch viel intensiver arbeiten, damit erfolgreich du die Leute Energie ohne Ende. Überzeugst, ne? Ist aber so. Ja. Wenn das Argument nicht passt, dann geht gar nichts. Ja. Daniel, du zuckst gerade so, als wären da wieder Fragen aufgelaufen. Na, es ist eine Frage und das ist sehr interessant, weil wir diese Thematik eben auch im Vorgespräch schon mal hatten. Eine Frage an euch, wie beurteilt ihr die Nachfolge für die Moselweingüter? Also in der Gastro befürchtet man aktuell, dass 3 von 5 Betrieben keinen Nachfolger finden werden. Also vielleicht erstmal haben wir Gelegenheit, in diesem Moment mal ein paar Worte über die Gastronomie zu sprechen. Ich appelliere an jeden, der uns zuhört, dass er den Restaurants die Chance gibt, dass sie diese Krise nach der Krise
gut hinter sich lassen. Deswegen genießt, freut euch auf die, auf meinetwegen auf den Biergarten, auf die Weingärten, freut euch auf die Terrassen ab von engagierten Köchen oder unterstützt diese Leute, weil das ist wirklich, es bekommt, jetzt in den Medien wird erzählt, die bekämen Riesenhilfen. Ja, es gibt Hilfen, aber es gibt einen Haufen Leute, die kriegen gar nichts. Ja. Es gibt unglaublich viele engagierte kleine Gastronomen, die machen einen richtig geilen Job irgendwo auf einer Hütte im hintersten Winkel, aber die einfach Freude haben am Kochen, die einfach Gastgeber sein wollen. Bitte unterstützt diese Leute, das ist wichtig. Was war die Frage? Wie ihr das jetzt für eure eigene seht. Also wie seht ihr Mosel aufwärts? Wir sehen ja, also die Nachfolge. Also ganz ehrlich, erstmal, wir erleben, Ernie, Entschuldigung, wenn ich das sagen darf, aber du bist das Symbol dieses Aufschwungs. Ich bin so ein Greenhorn, der ein bisschen später dazu kam. Aber wenn ich so unsere Entwicklung sehe, wir sind vor 20 Jahren gestartet mit 8 Hektar, heute haben wir 85 Hektar. Und wir haben leider den 17er Saar alte Reben nicht mehr. Auch denn wir sind momentan mit den allermeisten Weinen ausverkauft. Also wir haben einen tollen Trend. Es ist sehr schwer, damit Geld zu verdienen, weil es sehr teuer ist. Die Weine sind nicht teuer. Aber wir leben einen riesen Aufschwung und wir wachsen jedes Jahr. Und auch in der Krise sind wir gewachsen. Ich bin für die Region insgesamt sehr optimistisch. Das Problem ist, dass es für kleinere Betriebe ökologische Standards zu erfüllen, auch Marketing sich zu engagieren, ne, Websites zu gestalten, die gesamten Auflagen. Heute kamen irgendwelche Rechnungen, ich gehe gerade alle meine Rechnungen durch, heute kam eine blöde Rechnung von einem Amt, Werbebeitrag 15.000 Euro für den deutschen Weinfonds habe ich heute zahlen müssen. Dann muss ich aufpassen, dass ich freundlich bleibe. Aber das sind halt Dinge, die sind für kleine Betriebe nicht einfach. Und die Auflagen. Es wird immer schwieriger, Ernie, für kleine Betriebe Mindestlohn zu überleben. Für uns, ne? Ich sage es in der offenen Zahl, in meinem Betrieb in einem Jahr Mindestlohnsteigerung. Ich freue mich, dass meine Mitarbeiter fair bezahlt werden. Wir zahlen immer gut mit mindestens den Mindestlohn. Wir haben ja überwiegend rumänische Gastarbeiter und in den Weinbergen. Aber wir zahlen inzwischen natürlich Gehälter. Bei mir, wenn bei mir im Herbst 100, 120 Leute in Weinbergen stehen, wir haben mal locker 120, 130, 140.000 Euro Mehrkosten alleine durch 80 Cent Lohnsteigerung. Das heißt, dass die Handarbeit ist sehr teuer. Und was wir hier machen, ist, das ist eigentlich, wir arbeiten wie Louis Vuitton oder Hermès, haben aber Preise wie Pennies im Markt. Und das ist ja schon eine Diskrepanz, die viele Winzer nicht überleben. Deswegen geht auch in die kleinen Weingüter, lernt die Regionen kennen, besucht Betriebe in den kleinen Dörfern, seid kritisch, probiert die Weine, aber gibt ihnen eine Chance, dass sie eben arbeiten können. Gerade in Bremer-Kalmont gibt es das junge Paar, wie heißen die? Franzen, die machen ja einen geilen Job. Wahnsinn, ne? Die machen einen tollen Job. Die machen richtig tolle Weine. Ich habe jetzt mehrmals in Blindverkauf schon gehabt. Super, ein super Stoff, für kleines Geld, ein Riesenwein. Wenn du siehst, wie die von heute auf morgen aus dem Nichts reingestoßen und machen einen Wahnsinnsjob. Ne? Und davon das gibt es irre. Noch viele. Es gibt den Gerne Kollmann mit seinem Betrieb. Es gibt, es gibt bei mir die Weberjungs in Wilting. Es gibt so viele tolle Betriebe, die einfach Leistung erbringen, die sich anstrengen und die verdienen eine Anerkennung für ihre Arbeit. Und ich hoffe, dass unser Gebiet wieder so en vogue ist, wie vielleicht ein bisschen vor 100 Jahren. Und dann ist das ganz toll, dann haben auch diese Betriebe es geschafft, weil wir brauchen höhere Preise. Wir brauchen bei den Kosten, die wir heute haben, in jedem Bereich haben wir enorme Kostensteigerungen. Wir brauchen nun mal für einen Gutswein, also unter 12, 13 Euro ist das nicht möglich. Und ein solcher Wein muss eigentlich, Entschuldigung, der muss 20 Euro kosten. Das ist darunter wirtschaftlich nicht einfach. Und da finde ich super, dass ihr so als die Speerspitzen, als die großen Namen da hervortretet und letztendlich den Rest mitholen könnt. Dem Rest. Also oh, die scheuchen uns auch ein bisschen vor uns her. Also Ernie, da sind, wenn ich jetzt an Andreas Adam denke, der neue Jahrgang ist ziemlich, ziemlich gelungen. Ja. Und da sind ein paar junge Winzer, die treiben, Ernie, die treiben auch dich vor sich her. Ja, und die wollen zeigen, was guter Wein ist. Also die wollen sich zu verstecken. Okay, das ist, das ja ist gut. Das sondern ist ja gut. Letztendlich vom Rennen, ja gut, ihr ermöglicht es denen auch höhere Preise zu erzielen. Also dass das die euch von der Qualität her vor sich her treiben. Konkurrenz belebt das Geschäft, das wissen wir doch alle. Je mehr da sind und sich auch super vermarkten können, auch super Weine machen und auch in das Geschäft mit einsteigen, das kann nur auch für uns gut sein, für alle. Und der entscheidende Punkt und ist wir der. Wir werden dann, also Konkurrenz, wie gesagt. Ernie, Qualität kostet Geld. Ja. Aufwand in den Weinbergen, Verzicht in den Weinbergen, geringe Erträge, organische Arbeit in den Weinbergen, sehr präzise Arbeit in der Traubenverarbeitung, sehr viel Aufwand im Keller in großen Fässern, kostet Geld. So ein blödes Fass kostet mal gerade, bei dir auch der 2000 Liter Fass von Stockinger aus meinen Eichen, kostet mich mal gerade eben 10.000 Euro. Ja, wir sind natürlich nicht beim Stockinger. Wir nehmen einfach Hösch. Du hast Hösch, oder? Nein. Wir haben einen kleinen Fassbauer aus der Pfalz, der schon seit 10 Jahren alles für uns macht. Und klingt wie Kirk. Dem haben wir geholfen, als er sich selbstständig gemacht hat, ne? Da haben wir dem direkt einen
dauerhaften Auftrag für 10 Jahre geben. Und so kriegen wir jedes Jahr unsere 6 3000-Liter-Fässer und 2000-Liter-Fässer und Fuderfässer. Ne? Also ich habe jetzt die VIP-Fässer und ihr habt jetzt die kleinen deutschen Fässer. Das ist jetzt die Aussage. Nein, ich sag nur, einem Küfer, der sich selbstständig gemacht hat. Wir brauchen den Moderator. Ganz junger Mann. Dem haben wir damals Mose geholfen. Gegen Saar. Ich bin jetzt mal wieder zurück zum allerersten Wein. Ja. Ich bin zum Blauschiefer gegangen. Und so verrückt das klingt, ne? Ich meine, wir sind immer noch von der Süße zurück zum wirklich Trockenen. Wie du sagst, der steht da wie eine Eins. Mhm. Es macht Spaß, er hat das Erfrischen, dieses Belebende. Mhm. Mhm. Das so soll es sein, ne? Also ich darf auch noch mal einen werfen. Es ist gewünscht, auch noch mal intensiver auf die Weine einzugehen. Ja. In der Beschreibung. Was mir wichtig ist, nochmal ein wichtiger Punkt. Vor uns sind jetzt Gläser, die alle warm geworden sind. Mhm. Es gibt einen guten Trick, wenn man noch nicht so Wein erfahren ist. Lassen Sie einen Wein mal länger im Glas Zimmertemperatur bekommen. Jetzt nicht gerade warm in der Sonne, aber geben Sie den Wein Temperatur und dann merken Sie, was drin ist. Und bitte die Flaschen nicht gleich alle heute Abend leer trinken, auch wenn es schwerfällt. Bitte vielleicht mal morgen oder in 3 oder 5 Tagen oder in 7 Tagen oder in 10 Tagen. Ja, sehr gut. Ich hatte gerade vor wenigen Tagen das Glück, sehr dass gut. ich in der Online-Probe, während der Online-Probe in den Kühlschrank gegriffen habe. Ich habe einen 3,5 Monate geöffneten Saris, und der war halb leer rausgenommen. Und ich war erschrocken. Während der Probe sehe ich aus dem Augenwinkel, schaut auf das Laptop, aus dem Augenwinkel, dass er am 7.9., das war vor einer Woche, am 7.9. geöffnet worden war und der Wein stand wie eine 1. Diese Weine halten unglaublich lange. Ja, und das ist wichtig, Ernie, das kennst du auch bei dir in den Proben. Deswegen so einen Wein durchaus mal die Scheu zur Seite schieben und so einen Wein über mehrere Tage probieren. Und bitte auch mal ein offenes Glas, nachher mal im leeren Glas riechen und sehen, wie sich so ein Wein öffnet. Das macht doch Spaß, oder? Ja. Also Ernie, ich muss jetzt leider mal Moselwein loben. Das schmeckt mir echt gut. Absolut. Prima. Temperatur, ich meine, der ist ja jetzt nicht irgendwie warm. Er hat noch nicht mal ganz Zimmertemperatur. Ja, genau. Aber jeder Fehler würde jetzt ganz laut rausschreien. Und ich finde, der Wein kommt jetzt immer noch sehr klar, sehr strahlend hervor. Das ist so ein Wein, jetzt für mich, also Blauschiefer. Mhm. Kein Wein, über den ich jetzt anfangen würde, einen Gebetsteppich auszurollen und anfangen würde, einen stundenlangen Monolog zu halten. Aber ein Wein, der einen abholt und der Spaß macht. Da, wo wir immer wieder sind, wir brauchen Weine, die Spaß machen. Ja. Aber das sagte ich ja eben, gerade der Einstiegsweiner, ne? Wir reden ja hier, das ist ja unser Einstiegswein im Preissegment Einstieg, ne? Die musste eigentlich noch viel mehr pampern, ne? Und viel mehr dich drum kümmern, weil der Wein ist ja als Einstiegswein für viele Leute, die sich ja gar nicht noch nie einen Riesling getrunken haben, noch gar keinen Mosel oder Rosar oder sonst was kennen, die sagen, ach komm, dann hole ich mir mal sowas, ne? Die kaufen ja nicht direkt einen 100 € Wein, die kaufen ja, sag mal, komm, gucken wir mal, ist das lecker, ne? Und so. Und wenn der überzeugt, dann hast du ja wie gewonnen, dass sie sagen, genau. Mensch, das ist doch lecker, Mosel, da gibt es bestimmt noch ein bisschen was Besseres oder noch mehr, ne? Und so, ne? Und deswegen ist ein Einstieg, die ganze Konzentration, für uns ist das sehr wichtig, die Konzentration auf Einstiegsweine zu geben, die müssen toll sein, ne? Damit so damit die Leute mit Speck fänden, Leute, sag mal, fängst du die Leute ein, die keine Ahnung haben von und sagen, Mensch, das ist aber super schön. Das ist wie auf dem Bau. Ja. Wenn das Fundament scheiße ist, dann fällt es zusammen, ne? Und ich meine eben auch, ne, ich meine, ich kann ja nachvollziehen, dass die Leute sagen, beschreibt die Weine mehr. Ich persönlich, deshalb jetzt eine ganz persönliche Sache, ich bin kein guter Weinbeschreiber. Oh, der Wein riecht nach Rosen, Zimt und sonst was. Ne? Ich kann das sowieso nicht nachvollziehen manchmal, wenn Journalisten dann so 20 Aromen aufzählen, ne, die sie in einem Wein finden. Ich bin froh, wenn ich 2 finde. Ne? Und so, ne? Ich bin da ein bisschen simpler strukturiert. Vielleicht bin ich auch ein simpler Winzer in der Hinsicht, aber also, der muss mir schmecken. Und außerdem kann ich auch nicht jemanden überzeugen. Jeder sollte so viel Selbstbewusstsein haben, ne? Weil das sehe ich gerade in Amerika immer, die Sommeliers, die dann, weil ich Halbgötter sind, ne? Und die Leute sitzen dann am Tisch, ne? Und haben natürlich Angst, irgendwas zu sagen, haben noch Angst jetzt vor so einem Sommelier zu sagen, oh ja, nee, aber der mag ich nicht und so, ne? Ich möchte Leuten nicht irgendwas aufdrängen, indem ich den toll beschreibe. Die Leute sollten schon so selbstbewusst sein, sagen, der schmeckt mir nicht. Und dann ist mir auch egal, was jetzt der Fachmann oder ich als Winzer oder dem sage. Ernie, du hast recht, aber ein paar Sachen schon dazu zu sagen. Man sieht jetzt, wir haben jetzt einen sehr jungen Wein hier, der Rotschiefer-Kabinett, der zeigt diese Primärfrucht.
das sind ein paar Sachen, die man schon den Zuschauern also auch sagen sollte. Im ersten Jahr haben die Weine diese traubige Frucht, man hat eben hier richtig reife, also du hast das Gefühl, dass Pfirsiche im Hochsommer im August, bei denen der Saft dir die entsprechend runterläuft, also richtig schon klebrig, aromatisch. Nicht der Wein ist klebrig, aber diese Textur, richtig dicht und konzentriert und du hast einen feinhaben, hocharomatischen Wein. Diese Primärfrucht wird dann in den nächsten Jahren in den Hintergrund treten. Und das, was der Wein durchmacht, wir hatten hier drüber gesprochen, nachher die Morphose ist dann der alte Reben. Bei uns ist der 17er deutlich die Frucht in den Hintergrund getreten. Aber die Frucht wird tiefgründiger, sie wird konzentrierter, sie geht mehr in den rauchen Raum. Einen großen Wein kann man auch daran unterscheiden vom kleinen, dass er mehr Länge hat. Kleine Weine haben keine Länge, gute Weine, das kann auch ein guter Wein von dir, auch dein erster Wein hat richtig schöne Länge hinten raus. Das ist eben das, was eine Qualität, die handwerklich gemacht wurde, eben entsprechend auszeichnet. Aber was hat der Profi? Aber ich meine, man kann nur Leute einladen, diese Erfahrung selber zu machen. Schaut, kauft euch den Wein, ist ja auch nicht so teuer. Trinkt den jetzt, trinkt den in 2 Jahren, trinkt den nochmal in 4 Jahren und so. Ne? Bin ich absolut dabei. Macht euch mal selber die Erfahrung. Diese Beschreibung von Primärfrucht, absolut perfekt. Das ist eigentlich sehr, sehr, sehr gut rübergebracht. Das, wo ich gerade so ein bisschen erschrocken war, war diese Beschreibung des Sommeliers in Amerika. Ich weiß, in Amerika ist das nochmal ein Tick anders, gerade durch diesen Film Soms, der da lief, wo die Leute echt... Das können Halbgötter sein. Ja, ja. Geh mal nach Vegas. Ich habe da Leute kennengelernt. Halleluja. Ich versuche hier in Deutschland und auch mit den Kollegen, das Wichtigste ist letztendlich erstmal zuzuhören. Wo möchte der Gast hin? Was möchte der Gast haben? Und nicht als Lehrmeister oder nicht als Halbgott da stehen. Ja, genau. Das ist gar, also das ist etwas, Sommeliers sind für mich einfach Leute, die kommunikativ gut unterwegs sein sollten, die sich nicht irgendwo dazwischen oder vordrängen sollten, sondern letztendlich einfach mit dem Gast gemeinsam finden, genau. was er mag. Was mag der Gast? Ja, genau. Und wenn der Gast sagt, ich habe jetzt hier einen ganz feinen gedünsteten Fisch, aber ich trinke nur Rotwein, dann nicht sagen, das geht nicht, sondern okay, dann lass uns die Challenge annehmen und gucken, was finden wir da. Klar. Ja. Also man findet immer was. Ne? Also ich glaube deswegen, und das glaube ich auch, da bin ich 100% azur mit dir, dass ein Sommelier muss eigentlich den Gast begleiten, dass er nachher einen schönen Abend hatte. Der bezahlt ja nachher das dicke Essen. Der will ja nachher mit seiner Frau noch Spaß haben, ne? Und sonst was. Und wenn der die bezahlt nur dein Gehalt? Weine trinken und saufen. Oder seine Frau mit ihm. Oder die Weine trinken. Daniel, war eine Frage. da war nicht also eine Frage auch gerne mal an dich. Was macht den Riesling denn aus? Also das ist eine Frage, die jetzt hier aufgetaucht ist. Was macht den Riesling denn aus, dass er so gut altern kann? Also für mich, Riesling ist einfach eine Rebsorte, also wenn ich es international sehe, dann heißt es immer, das ist eine aromatische Rebsorte. Aromatische Rebsorte, da denke ich spontan immer erstmal an Traminer, Gewürztraminer und sowas. Aber ja, es ist natürlich im Vergleich zu vielen anderen Rebsorten eine sehr aromatische Rebsorte. Ja, aber ist aromatisch, ja. Ja, aber die Säurestruktur, das ist letztendlich so das Rückgrat für mich, was Riesling eigentlich die Möglichkeit gibt, reifen zu können. Altern zu können klingt nicht positiv, sondern reifen zu können. Es gibt aber auch da eine ganz simple analytische Erklärung. Ne? Ist so. Ne? Ja, ja. Das ist einfach, und das passt eigentlich auf alle Weine. Ne? Weine, die einen sehr niedrigen pH haben, das ist dann in der Regel Weine, die etwas höhere Säure haben, aber einen niedrigen pH haben, können sehr gut altern. Deswegen können die alten Bordeaux aus den 60er, 70er Jahren, die hatten wesentlich niedrigeren pH gehabt, also heute haben, können viel besser altern. Das ist einer der Probleme heute, die kalifornischen Cabernet Sauvignons, die unglaublich überreif sind, die haben extrem hohe pH-Werte, da wird ja nichts draus. Ne? Aber das ist halt so eine allgemeine. Und dadurch, dass wir so nördlich sind, haben unsere Rieslinge zwar, sie sind nicht sauer, aber haben einen niedrigen pH. Ne? Das heißt nicht, je saurer der Wein ist, ist er auch niedriger im pH. Aber es muss nicht zwangsläufig heißen, wenn er sauer ist, hat er einen niedrigen pH. Ernie, deswegen kann man auch dem Publikum auch vermitteln, wie spannend die Zeit momentan ist für deutsche Weine. Ja. Deutschland erlebt dank des Klimawandels, der für viele Regionen der Welt ein Albtraum ist, erleben wir einen Aufschwung. Ja. Also meine Region war tot vor 30 Jahren und heute lebt die Saar, ist das Booming. Weil da war der pH doch ein bisschen zu niedrig. Ja, ja gut, ich meine, es gab da ja Jahre oder Jahrzehnte, wo es dann vielleicht mal zwei also ich Jahrgänge gab. Ein Freund, der Klaus Piemont, der sagt, Roman, pass auf, dass die Trauben nicht härter sind, dass die Trauben überreif geworden sind. Und das Mostgewicht, er hat immer gesagt, das Mostgewicht sollte höher sein.
verloren als das Fieber der Leute, die sie geerntet haben. Also wir haben heute, ich habe sehr viele alte Dokumente. Ich also sag mal, Mostgewicht jetzt nochmal. Fieber der Leute, wir sprechen das Fieber, haben die Leute so bei 39 Grad. Ja, bitte keine Zahlen. Ich möchte es anders ausdrücken, die Trauben vor 40 Jahren waren oft so unreif, dass sie nicht mal weich geworden sind. Hm. Das heißt, die Trauben Ernie in den 80er Jahren waren blau, weil sie, bevor sie reif wurden, bereits gefroren sind im Winter. Ich bin jetzt erst 20 Jahre in der Branche. Die ersten Jahrgänge habe ich erlebt noch mit Frost in der Lese. Ich habe den Leuten am Anfang erklärt, also meinen Geschwätzen gestern, erklärt, dass da muss immer erstmal ein Frost drüber gehen. So habe ich es bei Markus Molitor gelernt. Und heute erleben wir, dass wir froh sind, wenn wir überhaupt noch, wenn die Blätter einigermaßen verfärbt sind im Herbst. Also das heißt, auch wir kämpfen um den Klimawandel, aber wir nutzen ihn für unsere Zwecke. Das heißt, wir erreichen heute eine tolle Reife. Da ist ja keiner der Wein, der unreif ist. Und wir sind die Gewinner des Klimawandels, weil wir haben nicht, mein Großvater hat noch gesagt, wenn wir 3 gute Jahrgänge im Jahrzehnt haben, 3 untrinkbare und 3 trinkbare, halbwegs trinkbare, dann sind wir gut dran. Ne? Heute sind alle Jahrgänge trinkbar. Aber das ist der Unterschied. Die sind alle reif, aber nicht überreif. Und das ist der Unterschied. Ne? Reif, aber nicht überreif. Das ist der Riesenvorteil, den wir gerade hier in den deutschen Regionen, gerade an der Mosel, an der Saar haben. Hm. Und ich bin jetzt wieder zurück zum 2017, einem herausforderungsvollen Jahrgang, wie du sagst, Roman, zurückgegangen, der sich im großen Glas grandios weiterentwickelt hat. Vielen Dank. Nochmal der Appell an alle, die zuhören, zuschauen. Bitte wirklich mal suchen Sie sich Winzer heraus, denen Sie vertrauen können. Und dann mal mittlere Jahrgänge. Also ich nehme mal so bei Jahrgang 82, der Albtraum, wo in Leiben das Schwimmbad vollgefüllt wurde, 82. Irgendwie mit Moselbein, weil die Pässer waren alle voll. Ich hatte gerade vor wenigen Tagen einen 82er von J.J. Pröhm im Glas, der war überragend. Das ist einer der miesesten Jahrgänge der Geschichte. Trauen Sie guten Winzern. Schwieriger Jahrgang. Entschuldigung, vertrauen Sie guten Winzern, auch in mittleren Jahrgängen gute Weine zu machen. Und oft sind es langfristig gesehen die besten Weine. Also nicht der hochgelobte Sonnenjahrgang, in dem die den ganzen Sommer über die Sonne brannte, sind groß, sondern es sind oft eher die mittleren Jahrgänge, die spannende Weine. Das weißt du als Sommelier noch besser. Für mich, was du sagst, den Winzern vertrauen. Für mich und für viele Kollegen ist der Winzer eigentlich viel entscheidender wie die Lage. Die Lage vielleicht aber auch nicht. Der Winzer. Also erstmal der Winzer. Aber bevor ich auf Qualitätsstufen oder sowas, was steht auf dem Etikett drauf? Ob da jetzt Spätlese draufsteht, Kabinett oder sowas. Erstmal die Persönlichkeit des Winzers mit der Handschrift. Und lieber von einem fleißigen Winzer den Basiswein als von einem berühmten Winzer. Also, man muss schon sagen, ein, so kaufen wir ja auch. Du bist ja auch ein Weinsammler. Warum kaufst du gewisse Weine jedes Jahr von dem gleichen Winzer? Ich kaufe die Blind von jedem. Ja, ein Rousseau habe ich immer gekauft. Und ich meine, 80 war ein ganz, ganz komplizierter Jahrgang. Der Rousseau, das war der alte Armand Rousseau, der hat seinen 80er Chambertin, das war vielleicht einer seiner größten Weine, in einem seiner beschissensten Jahre. Ne? Also man muss auch schon sagen, ich glaube, man muss also auch Winzern, die eine viel Erfahrung haben, ne, immer gute Weine gemacht haben. Die wissen auch, wie man in einem kleinen Jahrgang, du kannst nie in einem kleinen Jahrgang einen großen Wein machen, aber du kannst aus dem kleinen Jahrgang einen sehr leckeren, trinkbaren Wein machen. Und das hat mit Erfahrung zu tun. Und deswegen gibt es Winzer, die ich zumindest sammle aus Burgund, da kaufe ich jedes Jahr blind. Da brauche ich nicht probieren. Die kaufe ich blind, weil ich war noch nie enttäuscht. Weil ich weiß, die Typen machen auch in einem kleinen Jahrgang, machen die was super toll. Das Beste, was man aus diesem Wein in diesem kleinen Jahrgang machen kann. So ist es. Ernie, eine Frage. Mhm. Wir haben eben gehört, du bist nicht nur ein begnadeter Winzer, sondern auch ein begnadeter Koch. Ja. Ich bin kein begnadeter Koch, ich koche gerne. Die Frage, die gestellt wird, und deswegen frage ich es jetzt so rum, was würdest du zum Kracher Himmelreich kochen? Zum Kracher Himmelreich kochen, das ist eine gute Frage. Also da muss ich sagen, ich mag so zum Beispiel, weil der ja leichte Restsüße hat. Ne? Und da mag ich zum Beispiel hier zu sowas, ne? Mag ich so ein bisschen salzig. Ne? Und zum Beispiel hier gibt es ja so japanisch Yakitori und sonst was. Ne? Das ist lecker. Aber auch einfach ganz normal bei uns, ne? Eine schöne Räucherforelle. Ne? Wir machen da zum Beispiel gerne immer zu Hause so ein Carpaccio von Rote Beete. Ne?
dazu ganz viel so ein bisschen zerbröselte Räucherforelle vom Himmerrot, ne, von diesem drüber, ne, ein bisschen Schalotten, so eine leichte Vinaigrette aber nur von Balsamico, leicht süßlichem Balsamico, ne. Und so, da hast du das Salzige von dem immer salzig passt immer ein bisschen mit Süße zusammen, ne? Und dann ein bisschen dieses Herbe. Du hast ja natürlich ein Kracher Himmelreich. Salz fängt die Mineralität vom Weinberg auf. Ganz und der Kracher Himmelreich hat ja ein bisschen dieses lange Fasslager, so ein bisschen was Erdiges und so. Das geht gern mit der Rote Beete, weil so Rote Beete ist auch ein bisschen so erdig. Das ist so für uns so ein Standardgericht. Ne? So Rote Beete Carpaccio mit Geräucherforelle, ein bisschen Schalotten drüber, ein Balsamico, so ein ganz leichter Balsamico, süß. Okay. Nur Öl und Balsamico, nicht mehr. Und dann das machen wir gern damit. Ne? Das fängt auch dieses Erdige wunderschön mit auf. Ne? Das ist, was du auch im Wein hast. Wir haben jetzt noch eine Frage, die wahrscheinlich in den letzten Jahren verstärkt aufkommt. Dann können wir auch schon so langsam auf die zielgerade Richtung Blind Tasting einbiegen. was ist für euch eine Thematik mit veganen Weinen? Wie sieht das aus mit veganen Weinen? Ich tue mich schwer mit einer Kategorisierung dieser Art. Unsere Weine sind alle vegan? Ja, die sind alle vegan. Auch deine Weine sind alle vegan? Alle. Wir tun aber, auch in den Märkten vegan drauf. Aber schreiben wir vegan drauf? Nein. Schreibt Romani Conti drauf, Organic, Biodynamic, nein. Ich bewundere und betrachte meine Kollegen, die komplett biodynamisch arbeiten, voller Respekt. Aber Wein ist, und ich bin ein Kunde, ich trinke fast nur Biomilch, ich habe eine eigene Rinderherde, ich habe fast inzwischen, wir produzieren komplett ökologisch, aber ich kaufe fast nur Biofleisch. Bei Wein ist es nicht so einfach, weil Ernie, die besten Weine sind nicht Bio, Entschuldigung, das ist unsere Wahrnehmung, wir kategorisieren nicht in Bio gut, bei Fleisch, bei Milch, bei Butter, ja. Bei Wein geht es eher darum, dass man handwerklich arbeitet. Wir von Volksmund folgen der Idee von Naturwein von vor 100 Jahren. Das heißt, wir arbeiten ohne Hilfsmittel im Keller. Und damit versuchen wir einen sehr trinkfreudigen und bekömmlichen Wein zu erzeugen. Aber vegan tue ich mich extrem schwer. Also ich würde das wahrscheinlich in meinem Leben niemals auf die Flasche schreiben, obwohl wir vegan sind. Das ist ja auch eine Philosophie, ja, aber Ernie, der Wein ist gut, weil er vegan ist, der Wein ist gut, weil er Sonnenuhr ist. Aber wenn ich mich nicht vegan ernähre, ich persönlich, ne, dann ist es mir jetzt auch nicht so unbedingt wichtig, dass mein Wein vegan ist. Wenn ich selber vegan jetzt einfach sag mal so, ich finde das jetzt nicht so das Leckerste auf der Welt. Ist zurzeit ein Hype. Ja, aber ich meine, ich möchte nicht die Probleme haben, die jemand hat, der wirklich diese Allergie diese Probleme hat. Es ist ein Bewusstsein. Ich persönlich kann es auch nicht wirklich teilen. Vor allem, es geht ja auch darum, dass der Kleber für das Etikett dann ist ja der. Auch... Haben wir geprüft. Aber ist vegan. Aber ja. So eine bescheuerte Frage habe ich tatsächlich meinem Drucker gestellt. Als würdest du daran lecken. Ja, aber Freunde, bitte seid mal entspannt. Genießt den Wein. Ja, stimmt. Aber am Ende vom Tag wünsche ich mir ein bisschen mehr Liberalität und Gelassenheit. Jedem das Seine. Ich kritisiere doch niemanden, der vegan ist oder dit. Und das ist jeder nach seiner Fasson. Das ist meine. Und Ende vom Tag muss jeder glücklich werden auf seine. Wenn einer vegane Weine vegan essen will oder was weiß ich, auch seinen Hund vegan. Also jeder soll doch nach seiner Fasson glücklich werden. Ne? Ich habe keine Probleme, wenn Leute das machen oder das machen. Aber ich mag dann auch nicht zu sagen. Also ich meine, wie gesagt, wir versuchen so handwerklich wie möglich, ne, zu alten Traditionen zurückzukommen, ne, und sonst was, ne. Wir versuchen alles und kein Winzer, Entschuldigung, oder kein Landwirt, ne, verseucht doch stehenden Sehens, ne, seine Ländereien oder sein Land und so. Ich bringe doch nichts in den Weinberg, dass mir alles vergiftet und kaputt macht und sonst was. Wir wissen doch selber, wir sind doch keine Idioten, wir wissen doch, wo der Wein herkommt. Wir arbeiten in einer Kultur, Entschuldigung mit dem Satz. Wir arbeiten in einer Kulturlandschaft, die von Römern entwickelt wurde. Wir arbeiten in 2000 Jahre alten Weinbergen. Ernie, die schlechte Nachricht, unser Leben ist sehr kurz in Relation zu den Weinbergen, in denen wir arbeiten. Das heißt, wir haben eine Verpflichtung auch dem Land gegenüber. Wir haben eine Verpflichtung, wir erleben heute dank des Klimawandels eine Vernichtung der Natur in einem Ausmaß, in einer Geschwindigkeit wie in keiner Generation zuvor. Wir haben eine Verantwortung. Ich gehe davon aus, dass auch du in deinem Betrieb dieser Verantwortung nachkommst.
Wir müssen schauen, dass es für die nächsten Generationen erhalten wird. Wie blöd wären wir denn, wenn wir die Böden vernichten würden und die Müllkippen hinterlassen würden? Ich habe in meinen Weinbergen teilweise belastete Böden übernommen. Das dauert lange mit Kräutern, mit Arbeit, mit sehr, sehr viel handwerklicher Arbeit, das wieder herzurichten. Aber das ist eine Naturlandschaft, in der wir arbeiten. Und daher fühlen wir uns dem verpflichtet. Noch Fragen aus dem Chat? Es ist nur eine Frage, die eben gerade schon mehrmals aufgetaucht ist, die mich auch interessiert würde. Glaubensfrage mit der Bitte um kurze Antwort. Kork oder Schrauber? Oh. Autsch. wir lieben den Naturkorken. Ich glaube, ich habe mit meinem Weingut, eines der Weingüter in Deutschland, das am stärksten mit Naturkorken arbeitet. Ich muss aber leider akzeptieren, dass mein Kunde Lufthansa, denn in diesem Augenblick die paar Maschinen, die überhaupt in der Luft sind, fliegen gerade mit Saris, 2017. Übrigens gleiche Jagen wie der alte Reben. Jetzt perfekt. Und ich muss feststellen, dass die in der Luft natürlich mit dem Schraubverschluss besser zurechtkommen, wie auch in der Gastronomie. Heute tut sich die Gastronomie schwer genug und die Gastronomen sind froh, wenn sie Convenience die Flaschen öffnen können. Ich sehe den Schraubverschluss nicht mehr so kritisch wie noch vor ein paar Jahren, obwohl ich ganz ehrlich mit Bauchschmerzen mich zum Schraubverschluss entwickelt habe. Aber es wird in meinem Betrieb niemals einen großen Wein, Ernie, wenn ein Amoroso, den du ja gerade genannt hast, mit Schraubverschluss kommt, können wir uns darüber unterhalten. Das wird nie passieren. Also für mich ist ja auch Wein ein Naturprodukt. Wir reden über Nachhaltigkeit. Wir müssen nachhaltiger, aber ich habe kein Verständnis dafür, wenn ein Betrieb mit Glas oder mit Recyclingmaterial arbeitet. Unser Korken wächst nach. Das ist eine sehr natürliche Herangehensweise, die wir auch sehr ernst nehmen. Also da muss man einfach ganz differenziert sehen. Das sehe ich auch ganz pragmatisch, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich entscheide das nach dem Wein. Und muss ganz ehrlich sagen, Weine, die halt, wie gesagt, länger im Fass ausgebaut worden sind, ne? Reduktiv sind, das nennt man reduktiv, ein bisschen so einen kleinen Böxer, Schlinker noch haben, ne? Würde ich niemals unter Schrauber geben. Ne? Die brauchen den Kork, weil die diesen Luftaustausch durch den Kork brauchen. Einfache Weine, es macht keinen Sinn, diese wenige Ressource von Korkeichen, ne, zu zerstören, ne, für Billigweine, die bei Aldi und Sonco rumstehen. Also die Weine, die brauchen keinen Kork, weil die brauchen keine Luft. Die sind nicht reduktiv ausgebaut worden. Die waren jetzt 2-3 Jahre im Fass oder sowas. Ne? Also man muss es einfach... Entschuldige, auch der Aldi-Kunde, der Lidl-Kunde hat recht auf einen guten Wein. Also ich nein, aber die Weine, die da stehen für 1,99. Einverstanden. Also Entschuldigung, die brauchen reichen auch keinen, eine Tüte. Die brauchen Tetra-Pak. Keinen... Sie brauchen keinen teuren Kork. Nee, ein Tipp an die Zuhörer so vielleicht. Ne? Hochwertige, also gerade Basisweine sollten heute eher mit einem Schraubverschluss verschlossen sein, weil der Kunde, der Winzer, der für seine Flasche für 6, 7, 8 Euro verkauft, der kann sich keinen guten Kork. Und da kann ich nur eins sagen. Lieber ein Schraubverschluss als so ein scheiß Plastikkorken, ne? Wo der Zeug nach einem halben Jahr schon oxidiert ist. Ne? Also da hat ein billiger Wein hat eine größere Chance. Entschuldigung, ich schaue Kinder zu. Müssen wir jetzt bitte Fäkalsprache hören? Einfach mal, was kostet euch ein guter Korken, den ihr auf dem großen Gewächs drauf tut? Jetzt bleiben wir ganz ehrlich. Die ganz ehrliche Antwort ist, wir Winzer haben einen enormen Druck finanzieller Art. Wir haben gerade in der Mosel einen gigantischen Druck. Und wenn ich in meinem Betrieb auf Schraubverschluss bei all meinen Weinen umsteigen würde, hätte ich eine Ersparnis von etwa 250.000 Euro. Aber darum geht es doch nicht. Es geht um den Wein. Was ist am besten Schrauber für den Wein? Es gibt relative Weine, die haben auch andere Bedürfnisse. Ich muss das am Wein entscheiden. Wir entscheiden das ganz 100% am Wein. Dieser Wein kann der unter absolut Schraubverschluss richtig gehen. Und kann dieser Wein aber Winzer unter Kork. Wenden natürlich Schraubverschluss an, auch deswegen, weil sie auch damit auch Geld sparen. Und das ist okay. Und der Kunde hat recht auf einen preiswerten Wein. Alles in Ordnung. Also ich glaube, da gibt es einfach verschiedenste Denkweisen. Die einen schwören auf den Schrauber. Es gibt einige, die sagen, okay, ich möchte meinem Wein, dem ich jetzt ganz viel Liebe geschenkt habe in der Produktion, nicht das Risiko des Verschlusses aussetzen, dass der Wein dann nach 20 Jahren geöffnet wird und plötzlich einen Fehler hat. Den klassischen Inhalt. TCA. Ja. Ja, nee, also haben wir hier jetzt glücklicherweise nicht. Sprich, guten Korken kaufen, dann ist die Chance deutlich niedriger, gibt mit ja Sicherheit. Und ich muss ganz ehrlich sagen, wir haben... Und die große Misere der Korkproduzenten ist ja, glaube ich, inzwischen auch schon wieder vorbei. Ja, das vorbei ist vorbei. Hat der Schrauber sich durchgesetzt, speziell in der neuen Welt? Weil in den Mitte der 90er Jahre war die Korkqualität
so fürchterlich schlecht. Auch wir hatten 20% Korkschmecker in einer Abfüllung gehabt. Es ist ein Albtraum gewesen. Es war fürchterlich. Es war ein Desaster, ne? Dass dann natürlich die neue Welt, die noch weniger, noch schlechtere Korken bekommen haben, ne? Weil man hat dann immer versucht, den Franzosen oder Spanier der alten Welt vorzuwerfen, ihr holt die guten Korken und die neue Welt tut ihr nur die schlechten Korken verkaufen. Ich glaube nicht, dass es so war. Es war einfach eine Zeit, wo die Korken sehr, sehr schlecht waren. Wir waren alle betroffen und dass sich dann viele, und die neue Welt ist dann halt ein bisschen pragmatischer, ne, die gesagt hat, ja, das kann so nicht weitergehen. Die haben dann direkt dann diese Alternative Stelvin oder Schrauber entdeckt und haben sich voll darauf kapriziert. Wir haben heute wieder viel, viel besser Korken, weil auch die Korkindustrie verstanden hat in den letzten 20 Jahren, wenn sie so weitermacht, ist er aus dem Geschäft raus. Und heute kann man sagen, ist die Korkqualität wieder hervorragend, viel, viel besser als noch vor 25 Jahren, muss man wirklich sagen. Es gibt sogar, man kann sogar getestete Korken, kostet natürlich sehr viel Geld, aber man hat doch, ich muss sagen, ist es viel besser. Ernie, ich habe einen Freund in Trier, den kennst du auch, Rübi Scheid, der sagt immer, lieber Rotwein als tot sein. Dementsprechend haben wir jetzt am Schluss einen Rotwein. An die Zuschauer. Rotwein hat er gesagt. Ja, Rübi Scheid. Den ich sehr schätze, ich kenne kaum einen besseren Verkoster. Zum Schluss sind vielleicht noch ein Hinweis an die Zuschauer, an die Teilnehmer. Genießen Sie mal so einen solchen. Oh, jetzt bin ich rot. Einen solchen Rotwein, vielleicht mal danach einen Riesling. Weil die meisten denken immer, es weiß man dann rot. Da muss ich entschuldigen, er ist ja etwas erfahrener Sommelier als ich. Er hat eben gesagt, erst weiß, dann rot. Ich sage auch mal rot und dann weiß. Mal so einen schönen Ernie Losen oder Markus Molitor oder Zilliken-Kabinett. Eben auch nach einem Rotwein, das ist eine tolle Erfahrung. Es geht. Definitiv. Also dieses erst weiß, dann rot, das ist der klassische Menüfolge und so weiter. Aber ich denke, auch ein Weißer nach dem Rotwein oder ein Bier nach dem Wein passt hervorragend. Ganz ohne Frage. Ich meine, nach jeder Weinprobe, wo stürzen die Winzer hin? An den Kühlschrank zum Bier. Wir hatten im Vorfeld einen Disput. Ja. Und wir haben darüber gesprochen, wie wir vorgehen. Also ich setze mich jetzt mal hier in den Punkt durch. Ich habe gehört, wie viele Punkte müssen die Sommeliers bewerten? 30 Punkte. Leute, ich bin kein Weinakademiker, ich bin Seitenansteiger, ich bin da raus. Ich finde, es gibt guten, schlecht und das ist ein bisschen mehr. Und Ernie, entschuldige bitte, wenn wir jetzt auf unsere. Ich glaube, wir sollten erst mal erfahren, wie macht das der Profi? Ja, genau. Du erklärst also, uns jetzt mal, wie das geht. Wie sollen wir Wein verkaufen? Vielleicht noch mal ganz kurz zu Beginn. Also wir sind jetzt auch für die Zuschauer dann. Ne? Also wir sind jetzt beim letzten Wein des heutigen Abends, beim Blind Tasting. Das heißt, auch wir wissen nicht, was wir im Glas haben. Ja? Ich habe extra die Kapsel abgemacht, sodass man nicht sehen kann beim Einschenken. Das Einzige, was ich jetzt fühlen konnte, es war eine Bordeaux-Flasche, aber das heißt ja noch gar nichts. Also das heißt auch, wir gehen blind an diese Sache heran. Ich hoffe, es sind einige dabei, die dieses Spiel mitmachen. Und ich bin wahnsinnig gespannt, was jetzt für Ergebnisse dabei rauskommen. Ich meine, Blindprobe. Ich erinnere mich an ein grandioses Fest in Leiven. Ein rotes Sofa auf der Bühne und dann hieß es, wir machen eine Blindprobe und alle zogen sich eine Papiertüte über den Kopf und haben dann verkostet. Die wildeste Party, Weinparty der Welt wahrscheinlich. Ja. Leivener Jungwinzer. Respekt, hier nicht groß an Leiven. Es gibt keine schärfere Party als die. Die sind leider schon betrunken, wenn sie starten. Aber das ist so eine Gaudi, so ein Spaß. Das ist wirklich toll. 2000 Leute rocken in einem Zelt. Ja. Unvorstellbar. Dieses Jahr nicht, vielleicht online, Die machen einen geilen Job. Ich finde das großartig, weil sie zeigen, dass Wein muss nicht anstrengend sein. Wein ist nicht akademisch, Wein soll Spaß machen. Und das ist in Leiven wirklich fantastisch gemacht. Es wird gelebt. Blindprobe, das, was ich jetzt erkläre, ist nicht das, was man zu Hause macht oder so, sondern eigentlich was für einen Sommelier, der sich auf einen Wettbewerb, auf eine Prüfung vorbereitet, letztendlich seine Prüfungsvorbereitung ist. Wichtig ist bei dem Ganzen natürlich immer die angetrunkene Erfahrung. Da bist du, Ernie, sicherlich voraus. Roman natürlich auch. Wir müssen natürlich bei so einer Geschichte auch immer unterscheiden, in was für einem Rahmen machen wir eine Blindprobe. Ein privater Kreis, wo dann so Stück für Stück einer weiß es und dann heißt es, ja, nee, ist richtig, ist falsch, wo man sich langsam rantastet. Oder ist es jemand, der auf der Bühne steht oder in der Prüfung sitzt und schriftlich innerhalb von einer
streng bemessenen Zeit, 3-4 Minuten, einen Punkte? Wein. Oder sein MW gerade mal macht? Ja, MW, MS, also Master Sommelier vielleicht. Haben wir ein normales Glas, wie wir es jetzt haben, oder haben wir ein schwarzes Glas? Ist ja schon mal ganz pervers. Hier beim Burgunderglas. Mal so Brande. Ja, jetzt fängt sowas schon alles an. Also ich brauche jetzt nicht diese ganzen klassischen Sachen sagen, wie in der Nase riechen wir ganz viel, am Gaumen haben wir süß, sauer, salzig, bitter. Aber Training für Wettbewerbskandidaten, da hat Frank Kemmer, seines Zeichens Master Sommelier, mit ihm zusammen haben wir den Marc Almert, der jetzt aktueller Sommelier-Weltmeister ist, trainiert. Und letztendlich dieses Schema einfach nicht eingetrichtert, sondern einfach, das muss man sich verinnerlichen, dass man, sobald man einen Wein verkostet, dieses Schema durchgeht. Weil wenn ich einen Wein vorstelle in einer Prüfung, dann muss ich alle Punkte abhaken, weil sonst fehlen dir irgendwo Punkte. Und klar, ich meine, der Wein ist klar, ja, der Wein ist sauber, ja, klar. Wenn ich es nicht erwähne, fehlt da der Haken, fehlt da der Punkt. Ja, macht Sinn. Insofern muss diese Punkte einfach abhaken. Okay, und trotzdem, wenn ich es dann mündlich vortrage, darf es nicht irgendwo schematisch, nicht irgendwie roboterhaft rüberkommen, sondern das Ganze schön noch verpackt. Mhm. Und der Frank arbeitet da mit einem 30-Punkte-Plan. Mhm. Mit dem man sich einem solchen Wein nähert. Ich gehe noch mal ganz kurz durch. Klarheit. Klarheit. Ja, getrübt, glasklar. Wir haben früher gesprochen, vorher gesprochen, kann man daher wirklich die... Lüdefiné. Lüdefiné, die Schwebeteilchen, der sah dann ganz genau, der 23 Jahre alt. Aber ich muss sagen, der Wein ist klar. Ja, der Wein ist klar und so weiter. Der nächste Punkt. Dann haben wir Glanz. Ein Wein, der stumpf ist, das könnte auf eine Schwierigkeit hinweisen, ganz ohne Frage. Könnte auch eine Schwierigkeit, aber der ist nicht stumpf. Der ist nicht stumpf. Glänzend, hochglänzend, brillant. Können wir bitte mal anfangen auf unsere Art, Neuwelt, alte Welt? Ja, aber lass uns doch mal... So weit sind wir noch gar nicht. Wenn wir schnell durch die 30 gehen und dann kommen wir auf unsere Kompetenz. Dann also erstmal sein Thema und dann machen wir es. Ja, genau. Ich meine, einer nach dem anderen, oder? Dann... Weil ich es spannend finde, weil ich kann das nicht. Ja, ja. Aber ich eben kritisch war, aber jetzt... Ganz ohne Frage. Also ich finde schon, der Wein hat Glanz. Ne? Der Wein hat, ganz ohne Frage, hat er Glanz. Ja. Wenn ich jetzt weiter in die Farbe reingehe, geht es darum, was für eine Farbe. Purpur, Rubin, Granat, Ziegelrot, Braun. Also man das kann, weiß ich jetzt, aber tief. Ja, A, tief, natürlich so ein bisschen... Ne? Tief, die Rim, die Farbdichte wieder. Die Rim ist schon fast violett. Ja. Die Violett. Ja. Also letztendlich kann man allein schon von der Farbe so ein bisschen auf die Rebsorte schließen, weil es gibt einfach Rebsorten, Die sind leichter. Leichter von tiefer. Der Farbe, ja, genau. Es gibt Tiefe, es gibt welche, die eher in dieses Ziegelrote gehen. Ja, ja, ja. Guck dir einen Sangiovese an, der schnell diese orangen Ränder hat, etc. Okay, der nächste. Sekundärfarbe hast du natürlich, also Farbe des Schimmers, Randvariation, ja, also das ist halt, Unterschied ja, genau. zwischen Kern und Rand. Ja, genau, wir haben also, das ist noch tief, ne? Purple. Ne? Sprich, ist er jetzt jung oder bist du schon etwas reifer? Jung. Weil ich habe jetzt gelbes Papier hier im Hintergrund. Ja, das ist kein, hier da ist nichts. Beim weißen Papier sehe ich. Der Wein ist jung. Der ist blutjung. Vielleicht sollte man das gerade sagen. Man kann am Rand sehr schön das Alter der Rotweine erkennen. Genau. Je heller die werden und je oranger sie werden. Je älter sind sie, aber der ist total rot noch. Ne? Ja, nur, dass man das ist genau der Punkt. Den Leuten erklärt, ne? Und dann halt hier Sedimente, hat er Weinstein? Na gut, Weinstein, Depot hat er auch nicht. Ja. Ernie, reden wir mit dem Jahrgang? Auf unserer Nein. Lass uns doch erstmal die 30 Punkte durchgehen. Das dauert zu lang. Nein, du bist ein ungeduldiger Mensch. Hallo, die Saarmenschen sind sehr ungeduldig. Hat der Wein Gas? Also ist da irgendwelche Blubberchen? Nein, hat er nicht. Das könnte für jugendliche Weine... Der reift, lang gereift. Könnte aber auch für Nachgärung oder für biologischen Säureabbau auf der Flasche. Ja. Viskosität ist natürlich immer, ne, wo es heißt schwenken und die Rotznasen, die Tränen anschauen, ist eine kritische Geschichte meines Erachtens. Ja. Weil es kann A vom Alkohol kommen, es kann aber auch von der Süße kommen. Er schmeißt die Kirchenfenster, er hat Viskosität, er hat Glycerin, ist das ja, ne? Alkohol, ja. Er hat das, ne? Aber ich würde sagen, er ist nicht super viskos. Ne? Ist ein mittlerer, schöner Rotwein mit einer, sagen wir mal, für mich perfekten Viskosität. Und dann ist der letzte Punkt des visuellen Betrachtens noch, wie ist die Tränenfarbe? Ist die Tränenfarbe, also das, die Tränenfarbe, also die Kirchenfenster. Ist es klar oder ist es halt gefärbt? Ich denke, hier ist es wirklich sehr, sehr klar. Na, ganz klar. Das spricht eher auch wieder für einen jungen Wein. Ja, genau. Gut.
Dann können wir endlich mal die Nase in das Glas stecken. Schwierig. Ich kann die überhaupt nicht einordnen, die Nase. Ja. Entschuldigung. Aber wobei, die erste Frage ist, ist er sauber? Sauber, ja. Ja, ja, aber sorry, wenn man das nicht durchgeht, dann fehlt wieder ein Punkt. Nach, ne? Man muss, glaube ich, zum Verständnis sagen, dieser Fragenkatalog, den du jetzt vorträgst, dann hat der Sommelier im Wettbewerb wie lange Zeit? Also, wenn er es mündlich vorträgt, in einem Finale internationalen Wettbewerb, 3 bis 4 Minuten. Ja, okay. Das muss wirklich, da muss der redet und riecht und schmeckt gleichzeitig. Okay. Also, das ist brutal. Wollen wir das mal versuchen, ne? Also ist klar, also auf jeden Fall. Klar, fehlerfrei. Sauber, fehlerfrei. Dann geht es um die Aromintensität. Die empfinde ich jetzt sehr reduced. Also sag mal, so ein bisschen zurückhaltend. Ne? Also ist keiner, der dich in Gesicht, ne, springt. Ne? Ja, aber also ich würde eher so in Richtung Medium fast gehen, weil so Medium, ja. Okay, also. Frage Sichtweise. Ja, richtig. Ja, ist die Sichtweise. Ja. Bei jungen Weinen ist er. Er hat nicht die große Länge, aber ich finde ihn für das, was er sein soll, sehr lecker. Ja, die Länge habe ich in der Nase noch gar nicht. Oh, der Nase. Wir sind noch bei den 10. Leute, hallo, das dauert ein bisschen lang. Ich komme aus der Eifel, da kommt der schnellste Punkt. Me too. Okay. Oh mein Gott. Wir sind noch die Nasen. Dann wäre es natürlich ganz klassisch durchzugehen, okay, erstmal fruchtige Aromen sich zu notieren oder aufzuzählen, dann nicht fruchtige Aromen, also eigentlich letztendlich die Aromen, die fruchtigen Aromen, dabei aber auch, wenn ich jetzt eine Frucht benenne, nicht einfach nur sage, ich rieche jetzt, gut, Apfel passt jetzt hier nicht, aber ich rieche jetzt hier Brombeere, sondern auch den Reifegrad beim Riesling, beim ist es, glaube ich, oftmals viel wichtiger. Wenn ich da Apfel habe, ist es ein matschiger Apfel, was auch immer. Ne? Ich war noch nie gut in Aromen, also im Wein zu finden. Ne? Also das ist auch schwierig. Das muss man auch eine Begabung haben. Schmeckt oder schmeckt nett? Ja. Die kommt letztendlich, das wäre Punkt 31, 32. So, können wir gerade die Aromatik überspringen. Also ich kann diese ganzen Fruchtaromatiken, leider bin ich schlecht. Dann wären wir bei nicht fruchtigen Aromaten. Hm? Sprich, haben Holz, wir hier irgendwie noch Gewürze, Holz, Kräuter, Holz. Pflanzen. Wer hat Holz? Wobei Holz ist nochmal separat. Achso, das gehört auch nicht dazu. Gewürze, Gewürze, Mineralität. Mineralität, ja, hat eine gewisse Mineralität, weil ich sehe etwas Säure hier drin. Ne? Die Säure verbinde ich immer mit Mineralität. Okay, in der Nase schon? Ja, doch, irgendwie kann ich das sehen. Ne? Weil Säure habe ich, gut, ich rieche Aber Essig, Mineralität aber in der Nase, ist Mineralität nicht eher ein Geschmack? Na, du kannst meines Erachtens auch Mineralität schon in der Nase, sprich nasser Stein beispielsweise, Fels, aber ja in der Mineralität. Regel auf Säure wieder. Oder das organische, Erde, Pilze, ist ja auch mineralisch oder in diesem Bereich Mineralität. Habe ich dann noch nie so gesehen. So. Ja, das ist für mich neu. Nein, das ist für mich neu. Es geht ja nur um eine andere Herangehensweise. Das ist aber interessant, jetzt das mal zu hören. Das habe ich noch nie so gesehen. Dann haben wir jetzt Holz. Ihr habt gesagt, Holz hat er, ne? Er hat. Der hat ein bisschen. Dann geht es darum, nicht viel, ein bisschen. Neu oder gebrauchtes Holz? Eher gebraucht. Also sag mal so, ich glaube eher im Mix, ne? Der hat vielleicht so 10% neues Holz, ne? Im Ausbau. Ne? Und dann, also nicht, wenn wir tiefer reingehen wollten, würden französische Eiche, amerikanische Eiche, sprich hat er keine amerikanische Eiche, weil amerikanische immer süß ist. Ne? Dann geht es in die französische, klassische. Die meistens in Deutschland gewachsen ist. Ja. So. Und dann haben wir jetzt schon mal die ersten 15 Punkte durch. Dann haben wir jetzt die nächsten 15. Jetzt können wir endlich mal probieren. Ja. Oh, jetzt? Ich habe schon fast leer gesoffen. Können wir mal anstoßen? Ja. Zum Wohl, ne? Also, weiter. Ist hochinteressant. Ich finde das schon interessant, wie ein Master-Sommelier probieren muss. Oder nach welchen Kriterien. Ne? Ich bin ja weit vom Master entfernt. Ja, nein. Ist wohl. Aber ein Sommelier, so Rangehensweise. Die Rangehensweise eines Sommeliers. So analytisch müssen die da durchgehen, um einfach wirklich diese Prüfung zu bestehen. Aber ich finde das spannend, super spannend. Dann geht es im ersten Moment am Gaumen um die Süße. Ja. Ist er bone dry, also knochentrocken, trocken. Also hier würde ich eher sagen, der ist... Er hat einen süßlichen Abgang. Ja. Er hat schon so Abgang, off dry, kann man fast sagen. Schon der Wein ist trocken, aber durch den Extrakt oder den Alkohol oder was immer der hat, ne, hat er halt diesen süßlichen Abgang. Dann Körper, leicht, medium, körperreich, also das letztendlich. Der hat schon. Ist nicht ganz fett wie die Australier. Ich finde schön, dass er nicht dominierend. Für mich ein mittlerer Körper. Ne? Für den deutschen Pinot, der mittlerer Körper. Ist er sehr ein sehr schöner Körper hat er. Dann wieder so diese klassische
passen die fruchtigen Aromen, die ich in der Nase hatte, zu dem, was ich jetzt am Gaumen spüre? Weil man hat ja am Gaumen dann doch wieder eine etwas andere Empfindung. Ist was dazugekommen, ist was weggefallen? Ich finde, das deckt sich. Ich kann leider diese Aromen zu dem Wein nicht zuordnen. Mhm. Für mich ist der Wein, ich weiß nicht, ich kann ihn im Moment schlecht. Das Gleiche dann auch mit den nicht fruchtigen Aromen, mit der Mineralität. Ich finde, die Mineralität ist hier ein bisschen zurückgegangen am Gaumen. Ich habe keine Mineralität. Es ist eigentlich kaum noch. Ein bisschen Säure hat er schon. Ein bisschen ja, aber wir haben ja einen mittelschweren Boden. Ja. Das ist leichter Kalk. Ist der Holz? Keine Ahnung. Ist der Holzeinschlag weiter zu spüren oder ja, ist er weiter ja, zurückgegangen? Ja, klar. Aber gerade im Abgang merkt man, er da aber gekonnt. Ja. Ja. Gut gemacht. Ja, aber gut gemacht. Jetzt zur Säure. Was für eine Art Säure haben wir? Ist es harmonisch, die Säure? Oder wirkt die es harmonische eher Säure, aber ich finde so, also im Gegenteil, also ich finde schon, da ist eine Säure, die den Wein trägt. Kein 18er, aber ist, kein so, heißes ist aber so ist harmonisch. Ne? Die Säure ist gut. Die Säure trägt den Wein, ne? Das ist ja wichtig. Ne? Aber so ist er harmonisch. Ne? Sprich, man ist da auch schon wieder, es ist kein 18er, es ist kein heißes Jahr. Ja. Da kommen wir natürlich schon im Hinterkopf gleich dieses analytische Weiterdenken, ja, okay, wo geht das Ganze hin? Also Jahrgang kann ich auch nichts mehr. Tannin. Aber das gefällt mir, ich muss ganz klar sagen, mir gefällt das. Also für mich ist es ein deutscher Pinot. Aber das Schöne an dem Wein ist, dass er eben nicht so schwer ist. Er ist nicht so wollüstig. Ich finde ihn super. Ist es nicht der Wein? Ja, aber dann lass uns mal hier weitermachen. Ne, jetzt lass uns mal weitermachen, bevor wir was. Ernie, aber der entscheidende Punkt ist, der Winzer hier hat sich angestrengt, einen trinkfreudigen, fruchtbetonten Rotwein. Aber wollen wir uns nicht und das ist der moderate hier Alkohol. Kurz da zu Ende führen? Du bist bei Punkt 29,30. Ja, ouch. Genau. Leute, da haben wir. Lass uns mal ganz schnell durchexerzieren. Also, Tannin ist natürlich nochmal ganz wichtig durchzugehen, einfach zu gucken, wie ist die Tanninqualität? Ist es eher seidig, samtig oder ist es rau? Danach machen wir unser Spiel. Da bin ich gespannt. Ja. Okay? Wer kennt den Wein dann? Keiner. Also, okay. Ich spiele keine Rolle. Okay. Ja. Einer muss gucken. Und dann Reifegrad der Trauben etc. Die Reifegrad der Trauben finde ich schon gut. Das ist ja? Gut. Sehr fleißig. Sehr gute Reife. Ne? Tannin eher vom Holz oder eher von den Trauben? Beides. Er hat auch dabei, eine gute Tanninstruktur von den Trauben. Mhm. Dann geht es weiter, ob beim Ausbau, Selektion, also der Trauben, Ganztraubenpressung, ob Maischerhitzung im Spiel gewesen ist. Keine Maischerhitzung, nee. Klassischer Ausbau, gesunde Trauben, da sind kein Fehler. Ne? Mhm. Alkohol, moderat, medium, vielleicht doch nicht. Ich kriege den Alkohol schon. Ja. Der ist eher schon, ich weiß nicht, was Medium ist. 13,5. Der ist eher 13,5. Das ist eher 13,5. Ja. Vielleicht sogar 14, ja. 13,5 also plus. Medium plus, 14, also eher, ja. Medium plus, ich weiß es nicht. Würde ich persönlich in diese Richtung tendieren. Aber würde der Sommelier sagen, ist 13, wo ist Medium, wo ist höher? Das ist letztendlich, wenn ich es jetzt aromatisch beschreibe, geht es ja nicht genau um die... wie viel Prozent es sind auf der Flasche oder in der Analyse, sondern wie schmecke ich den Alkohol? Ja. Also ich bin über 13, so 13,5, 13. Aber das ist für mich harmonisch. Ne? Der ist nicht alkoholisch, wie teilweise oft Kalifornien oder Australien, weil die sehr alkoholisch wirken können, schon mit 13 oder 14 Alkohol. Ja. Ne? Ich finde, das passt, auch weil der kühl, eine gute frisch, Struktur hat. Der hat was Kühles. Ne? Also gut, wir haben den Wein auch extra etwas kühler. Also wir haben ihn vorher schon getrunken. Aber mittlerweile ist der warm. Nicht zu warm trinken, Leute. Ja. Zimmertemperatur, das ist immer heiß, ist eher so im Mittelalter 18 Grad. Loire-Schloss, 3 Meter Mauern. Ja. Zimmertemperatur ist 18 Grad. Weiter. Gut. Dann Finish, harmonisch oder dominant? Also letztendlich ist irgendeiner der Punkte dominant, Aroma. Ich finde den sehr harmonisch, den Wein. Harmonisch. Ich auch. Harmonisch. Länge, kurz, moderat, gute Länge, moderat. Gute Länge. Also schöne Länge, nicht zu bold, nicht zu kräftig, zu, weißt du, wo das so nur dick und fett und süß abgeht. Ich finde den schon von der Länge her, also passt zu dem Wein. Ne? Gut, dann geht's weiter mit der Balance. Ist der Wein balanciert? Ja. Jetzt schon, also sag mal so, ich bin mir sicher, in ein paar Jahren ist er noch balancierter, aber der Wein hat den Ansatz, ein schöner, balancierter Wein im Alter zu werden. Gut. Wir haben es fast, wir haben es fast. Komm, lass uns durch. Komplexität. Ist er eher eindimensional oder ist er aufgefächert? Also er ist mehr aufgefächert als eindimensional. Eher so. Also, aber nicht so richtig so einer, der sich... Nee, aber nicht...
nicht super komplex. Das ist ein Wein, der ist nicht ganz eindimensional, aber er ist auch nicht extrem komplex. Er ist so ein bisschen, so weißt du, so ein schöner Wein, der bestimmt auch schön altern kann. Aber das ist für mich jetzt kein großer Wein. Ne? Okay. Da sind wir schon jetzt bei der ersten Schlussfolgerung. Das wäre Punkt 29. Bei Punkt 11. Weiter. Letztendlich geht es jetzt so ein bisschen darum, zu gucken, was für eine Klima habe ich, Hot oder Cool Climate, mögliche Rebsorten, Altersklasse. Cool Climate. Das ist für mich kein heißes Klima hier. Ne? Also, aber ja, cool, mittleres, ich weiß nicht, irgendwas, was ist zwischen hot und heiß? Zwischen Pfeifenbahn. Dazwischen, da, ja. Irgendwas, weißt du, kein und Kopf, keine Arsch. Es wird zurzeit auch immer wieder diskutiert, man sagt ja immer neue Welt, alte Welt, aber eigentlich ist das kurz gesprungen, weil wir haben in der alten Welt, sprich eigentlich Europa, sagt man ja, ist die alte Welt, haben wir einige Hot Climates, einige Bereiche, die doch sehr neue Weltstile produzieren. Aber ich glaube, da kommen wir jetzt, wenn wir hier zu Ende sind, dann machen wir unser Spiel, ja, ja. Wie wir das kennen. Ne? Wenn wir von alte Welt und neue Welt, das ist ja unser Spiel, alte Welt, neue Welt, dann bist du oft in einer Stilistik eher darum verbunden. Darum geht's, genau. Die Stilistik ist alte Welt. Das kann auch im Hot Climate, ja, also im ganz heißem Gebiet in der alten Welt sein. Aber du siehst, es ist eine alte Welt-Stilistik. Und die neue Welt hat eine andere Stilistik in heißen Klimata. Ne? Und da wird das mehr. Deswegen ist das ein bisschen verwirrend. Richtig, deswegen, das war der Punkt, auf den ich auch kommen wollte, nochmal zu sagen, okay, es geht jetzt nicht darum, zu sagen, alte Welt, neue Welt, sondern um die Stilistik des Ganzen. Ist es jetzt eine alte Weltstilistik, neue Weltstilistik, weil du findest... Und jetzt kommen wir zu unserem Spiel. Wir sind ja du hast noch eine Frage, sorry. Ja klar, jetzt geht es darum, das Fazit zu machen. Welche Rebsorte haben wir, welche Herkunft, Appellation? Ja, aber dieses Fazit machen wir jetzt mit unserem. Okay. Kurzer Einwurf vielleicht. Die Leute, die es blind verkosten, auch zu Hause, wäre es natürlich auch schön, wenn die ihre Tipps jetzt in den Chat schreiben würden. Okay. Einverstanden. Ich lese es einfach mit. Ja, okay. Ja, und dann schauen wir nachher, wo wir rauskommen. Okay, alles klar. Ich bin mir vollkommen unsicher, habe eine Tendenz, weil bei mir ist es so, ich würde jetzt mal mit Fug und Recht behaupten, dass ich mit deutlichem Abstand der Unerfahrensten in diesem Bereich halt eben jetzt hier in der Runde bin. Genau. Aber für mich ist es halt eben immer so, ich brauche einen Hinweis. Ja? So, das heißt, ich muss das schon mal irgendwo getrunken haben, weil sonst geht es komplett in die Hose. Ich habe eine Richtung. Aber ob das nachher tatsächlich so ausgeht, aber euer Verkosten würde ich jetzt gerne erfahren. In unserem Game. In unserem Game, brauchst du jemanden, der jetzt weiß, seit 30 was Jahren machen, 35 Jahren, das ist das uralte Englische, was damals die alten Journalisten und sonst was gemacht haben. Da hat man geraten, ne? Und da gab es immer so Fragen. Ne? Allerdings brauchen wir jemanden, der weiß, was der Wein ist. Und dann müssen wir dich nehmen. Ich will es nicht sehen. Ich möchte es nicht beeinflussen. Nein, er kann sie uns ja nicht beantworten, die Fragen. Wenn wir alte Welt, neue Welt machen, ich will es nicht sehen. Er muss gucken, was es ist. Geht durch die Fragen. Ja, Und du musst nur wissen, was der Wein ist. Ich möchte es nicht beeinflussen. Nein. Von daher lese ich erst später vor. Wenn du sagst, dass du weißt, was es ist. Autsch, die Tipps. Nee, die Tipps lese ich erst später vor. Ich will ja erst euren Weg. Weißt du, was es ist jetzt? Noch nicht ganz, ich suche noch die... Ja, jetzt habe ich es. Ja, okay, dann. So, und das ist unser altes Game. Jeder ein Punkt. Schon 35, 40 Jahre. Neu-alt. Neue oder alte Welt. Was sagst du? Alte Welt. Und ich bin hier vollkommen hin und her gerissen mit diesem Wein. Per, würdest du mir... Ich weiß nicht, wo ich... Erklär mal ganz kurz Neue Welt. Und so, was heißt das? Ich sag Neue Welt, weil ich weiß, ich kann den nicht eindeutig einordnen. Ja, du hast aber die Kühle, du hast keine Eukalypt. Ja, aber... Sehr oft bei... Ja, aber das ist trotzdem, da ist eine Aromatik, die ist für mich etwas zerrissen. Nee, ich bin auch bei der Neuen Welt. Okay. Scheiße, egal, ich sag Neue Welt, du sagst Alte Welt und du musst jetzt sagen, Alte oder Neue Welt. Weil du weißt ja den Wein. Also, ja, ich weiß jetzt den Wein. Ich verstehe Roman durchaus. Er hat diese kühle Stilistik. Ich verstehe dich genauso, Ernie. Und Ernie hat recht. Ich komme mit dieser Aromatik nicht und diesem Wein. Als
das ist kein Pinot Noir für mich. Das ist auch kein Cabernet. Das ist kein Merlot. Das ist, also von den, wenn ich nur von den Klassikern gehe, ne? Und deutsche Rebsorten sowieso. Hallo? Nicht, ne? Aber nicht aus. Was ist das denn bloß? Ne? Aber hat eine sehr, kühle, so, ne? Eine sehr kühle. Ja, diese kühle Aromatik. Mit einer aber Rebsortenaromatik, die ich nirgendwo hin kann. Können wir uns darauf einigen, dass wir es mit einem sehr gut gemachten Wein zu tun haben? Weil ganz gute Frage. Freunde, es geht darum, Spaß zu haben. Dieser Wein bereitet mir, es ist nicht der Wein, der mich jetzt hier der Wein ist astrein, sehr sauber, sehr klar. Das habe ich doch gar nicht kritisiert. Das heißt doch nicht, wenn er von der neuen Welt ist, dass er jetzt schlecht ist, oder? Haben wir, glaube ich, nicht so verstanden. Ist also toll gemacht. Erinnert mich an etwas, wo ich schon nie so richtig verstanden habe. Die Rebsorte habe ich nie richtig verstanden. Frische, also lass uns jetzt, die nächste Frage ist ja Land, ne? In der neuen Welt. Also wir müssen jetzt hier keine... Ja, ja. Kann nicht, in der neuen Welt müssen wir jetzt ein Land nennen, ne? Es gibt auch einen Uruguay-Weinbau. Was? Es gibt nein. Natürlich. Also ich darf euch zwischendrin sagen, der Chat ist auch komplett... Jede Antwort ist anders. Ja, aber wir müssen ja jetzt, wir beide müssen ein Land nennen. Region sein, Ernie. Was? Es muss hoch liegen irgendwo. Ja, aber das alte Game ist, Land müssen wir jetzt nennen, in der neuen Welt. Entschuldigung, wir haben eben die Seinsache. Aber Ausschlussprinzip, nicht Australien. Nee, ist ja kein Australien. Es ist nicht südliche Hemisphäre. Es könnte, wenn es jetzt was ganz ich hatte kürzlich was aus Argentinien auf ganz hoher Ebene. Das war aber nicht ganz so gewesen. Das ist kein Amerika. Das ist kein Kalifornien zum Beispiel. Ne? Das ist kein Australien, wie du sagst. Ne? Das ist keine dieser, von diesen heißen Ländern. Das muss, also ich sage, ich habe da irgendwie, das, sag mal so, ich weiß es nicht, ich kenne mich jetzt nicht so aus, aber so. Was ich nie so richtig gemocht habe. Ne? So, das ist irgend so, keine Ahnung, das ist bestimmt irgend so eine Crossing-Rebsorten, weißt du, irgendwo, weißt du, hat irgendwas gecrossed ist, dann wie wieder in Deutschland ist. Ne? Manchmal, aber so, ich habe. Was sagt der Chat? Nein, der Chat, wir müssen nicht in den Chat. Du musst ein Land sagen, ich sage ein Land. Entschuldigung. Das ist das Game. Ne? Du windest dich jetzt raus, mein Lieber. Okay, mein Tipp, Oregon. Aber Oregon, Pinot Noir ist ja, aber leichter Basis. Nein, da ist kein Oregon. Hier ist gerade tatsächlich das erste Mal eine Antwort. Sehr dezent. Da ist kein Pinot Noir. Da ist auch kein Pinot Noir. Das, der Wein. Ne? Also dazu muss man sagen, dass du ja auch in Oregon selber Wein machst. Ne? Also, ich weiß es nicht. Es mag vielleicht total schräg sein. Also Südamerika kenne ich nicht, das aus. Also das könnte Uruguay sein. Das ist kein dickes, fettes Zeugs. In Argentinien, Chile kenne ich mich nicht aus. Und dieses, ich weiß nicht, diese Aromatik da. Ich weiß, was mich irritiert, ist sehr kühl. Also ich gehe fast nach Südafrika oder sowas, ne? Hier kam gerade eine Antwort rein, die genau den Wein beschreibt, den ich im Kopf habe. Und ich sage auch, es ist Südafrika. Das kann sein. Erschreckend, ja. Ich weiß es nicht. Wo es kann sein, Swartland sowas. Du musst jetzt sagen, was das für ein Land ist. Also, wir reden über hohen Weinbergen. Ja. Wir kommen zurück auf diesen Bereich. Der Ernie ist ein wahnsinniger Blindverkoster. Er kommt mit dem Wein nicht zurecht. Bricht es immer weiter zusammen, sagt, das kann es nicht sein, das kann es nicht sein, das kann es nicht sein. Und sagt, also ein Land, mit dem ich eh nie zurechtkomme und damit kommt er mit diesem Wein auch hin, sagt es Südafrika. Gut. Bravo. Es ist Südafrika. Ernie. Ehrlich? Hey. Ja. Also ein scheiß Pinotage, den habe ich nie gemacht. Ja, und dann sagt er auch gleich noch die Rebsorte. Also Pinot, ja, aber Pinotage. Ernie. Ein Tusch. Ich mochte nie Pinotage. Bravo. Das ist gut gemacht. Aber so kann man auch was ausschließen. Aber, ja. Wenn man tatsächlich. Das Tolle ist aber, ist das ein Pinotage? Ernie, die Pinotage, die uns geprägt haben, mit Säure. Ja. Das ist schon gut gemacht. Du hast eine pinothafte Wein, Frucht, das ist wirklich gut. Das kam eben irgendwann mal drin. Sorry, auch nicht gut. Das ist ein Chocolate-Block. Was du hier hast, eigentlich kann man es erkennen. Du hast ja 2 Euro Grundaromen. Du hast Kirsche und du hast Schokolade. Und dann diese beiden, also schwarze Schokolade. Pinotage ist auch Sanseau und Pinot Noir. Ist Chocolate-Block? Nein. Na doch, die Crossing. Aber ja, also das Chocolate-Block, aber ja, die Crossing ist richtig. Ja. Der Wein ist für den Preis, wahrscheinlich ist der Wein nicht teuer, der Wein ist für diesen Preis astrein. Nein, ist kein Chocolate-Block. Was ist er denn?
Jahrgang müssen wir noch machen. Okay. Hey. Es ist das, was ich eben gerade gesagt habe. Relativ. Das erinnert er mich. Dann ist es 18. 18? Oh, ich denke mal, ein bisschen älter sollte er schon sein. 17 oder 16 oder so. Ja, gut. Ist natürlich, wenn man sich mit den Jahrgängen der einzelnen Regionen extrem auskennt, da weiß man ganz genau, wie viel war und so weiter. Kann sein. 17. Was sagst du? 17. 17? Also ich gehe eher dann 16 oder 15. 17, 16, 18. 18, oder? Ja. 18. Die Mitte ist das richtige 17. Ist gar keine Bordeaux-Flasche, ist eine Burgunder-Flasche. Guck einer sie. Moratius, South Africa, Pinotage, Boundary Road, Stellenbosch. Es ist ein Old World Stil in der neuen Welt. Ja. Wahrscheinlich, das ist relativ hoch gelegen. Der Mann ist übrigens Respekt. Du kennst dich doch besser aus. Gut gemacht, ja. Mein Bruder lebt dort. Ich finde es gut. Also ich bin jetzt kein großer Pinotage-Fan, aber ich muss sagen, wer das bei euch in der Winebank im offenen Ausschank bekommt, astrein, der Mann ist wertig. Er macht Spaß. Was mir in dem Wein extrem gut gefällt, ist, er ist leicht. Auch wenn er viel Alkohol hat. Aber der Wein. Was hat er denn? 13,5. 13,5, wie wir gesagt haben. Ne? Ja, ja. Das passt. Aber der Wein ist, der macht Spaß. Ja. Was kostet die Flasche? Keine Ahnung. Also der in ein paar Jahren ist dann der schöner. Ne? Der ist für mich zu jung. 15 Euro astral. Das ist jetzt nicht so. Keine Ahnung. Oder? 16,5. Keine Ahnung. Keine Ahnung. Mir schmeckt der Wein. Er macht Spaß. Ich persönlich, ich würde ihn jetzt vielleicht noch 3-4 Jahre lagern. Ja. Pinotage also ist auch keine Rebsorte, die jetzt dieses große Potenzial bietet. Also liebe Südafrika-Freunde, es kann sein, dass ich mich da vollkommen... Aus dem Chat kommt gerade 12 Euro. 12 Euro, ja. Passt. Sehr fair. Für 12 Euro? Der Wein ist nicht jetzt, ist keine Granate, das ist ein Basiswein. Ja. Aber er macht so als für den Einstieg, also gerade für Weinliebhaber, die jetzt gerade anfangen, Riesenspaß, ast rein. Jetzt kommt, also ich muss es korrigieren, jetzt kommt 10 bis 15 oder 14,60 Euro. Also es wird jetzt wahrscheinlich, es liegt jetzt daran, in welchem Wein kommt gerade. Je nachdem, bei welchem Lieferanten, ja. Naja, ist okay. Aber das ist eben dieser Punkt. Und jetzt überleg dir einfach mal, dann stehst du da auf der Bühne, Weltmeisterschaft, und musst vor 1000 Zuschauern, die da sitzen, stehst im Bühnenlicht, grauenhaft, verkosten, dann hast noch, ich weiß nicht, 50.000 Leute im Stream, in kurzer Zeit. Ja. Und ich erinnere mich, bei der letzten Weltmeisterschaft war es ein Cabernet Franc aus China. Aus China? Oh mein Gott. Ja. Das ist auch Leute, es geht auch was anderes. Es geht einfach nur darum, ihr seid mit euren Mädchen abends im Restaurant und ihr seid preissensibel, ihr wollt für 35 Euro im Restaurant für 40 Euro eine Flasche Wein bestellen, das ist okay, das ist die Grenze. Ihr bekommt diesen Wein und der Wein wird euch im Großen und Ganzen Spaß machen. Ja. Irgendwie, wir reden jetzt nicht von Amoroso. Nein. Wir reden hier von, Entschuldigung, wir reden nicht von Yappis. Murati. Von Müller geht mit Herrn Doktor aus, geht essen. Sie bekommt einen sehr schönen Wein. Und das hat es vor 30 Jahren nicht gegeben. Das ist, Ernie, wir beide haben, sei ehrlich, wir haben Vorbehalte gegen Pinotage. Das ist ein astreiner Pinotage. Ja, nein. Das hat es vor 30 Jahren in der Qualität gegeben. Aber jeder hat doch seine persönlichen Favoriten. Absolut. Es gibt gewisse Rebsorten, die ich nicht mag. Aber es gibt gewisse Sachen, dadurch hast du sie rausgekriegt. Ne? Und so, aber und es gibt wie weiße Rosen. Ernie, auf dich, du hast ihn erraten. War ich ja nicht. Gut getippt. Prösterchen, ne? Bravo. Ja, aber darum geht es ja nicht, ob man den Wein errät oder nicht. Ne? Und jetzt das ist ja darum, ob mag, nein, ist das die Aromatik, die man mag oder so, bla 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 und so. In so einem Wettbewerb, die Conclusio ist letztendlich, gibt natürlich irgendwo Punkte, aber der Weg dahin ist das Entscheidende. Ja. Ist der Wein beschrieben in einer Art und Weise, die nachvollziehbar ist, die korrekt ist, die dann auch schlüssig ist mit der Conclusio, die du machst? Wenn du jetzt plötzlich Aromen beschreibst von einem Wein und eine ganz andere Schlussfolgerung dazu ziehst, dann sagen die Leute, Clamwent, das, was er beschrieben hat und das, was er daraus geschlussfolgert hat, passt nicht zusammen. Ja, das heißt, da ist der Fehler. Das ist wichtig. Aber wenn du auf der einen Seite deine Beschreibung so hast und dann sagst, okay, deswegen sage ich, das ist der Wein, auch wenn er falsch ist. Mhm. Es kann aber Sinn ergeben. Ja, und jetzt einen fein, fruchtigen Riesling zum Schluss. Ja. Ein Kabi. War doch jetzt eine sehr interessant. Aber es war schon, natürlich klar, es ist immer interessant. Ne? Aber ich muss sagen, ich habe Chapeau und höchste Hochachtung. Ich meine, unser alter Direktor von meiner englischen Importfirma, ne? John Boyce Jr., der 1937 zusammen mit Michael Broadbent sein MW gemacht hat, hat gesagt, Ernst, ne,
ich würde heute den MW nicht mehr schaffen, wenn ich ein Cabernet Sauvignon von China erraten soll. Der hat gesagt, unsere Weinwelt in den 30er Jahren, da gab es Bordeaux, da gab es Burgund, da gab es die Rhone, da gab es die Loire, Champagner, ne? bisschen Spanien, bisschen Italien, ja. Ne? Und so die Süßweine natürlich der Welt, ne? Deutsche Rieslinge waren ganz, ganz oben und so, da war die Welt noch in Ordnung, ne? Da gab es also, und da sagt er, aber wenn ich heute, wie du eben gerade gesagt hast, einen Cabernet Sauvignon von Ginja Provinz erraten muss. Halleluja, Entschuldigung. Da wird es aber es ist auch keinem gelungen, ganz ohne Frage. Ja. Aber es geht ja hier auch ganz klar um die Beschreibung des Weines, ob man in diese Cabernet-Richtung geht. Und Cabernet Franc ist natürlich auch nicht die Rebsorte, die man jetzt täglich reinsortiert auf dem Tisch. Habe eine Frage im Chat. Wir haben gerade aktuell die Mitteilung, dass es eine tolle Veranstaltung ist. Ja. Schön, das freut uns. Gut. Kurz auf. Dann sollten wir vielleicht auch nicht jetzt zu sehr. Aber ich finde sowas spannend und einfach diese unterschiedliche Herangehensweise. Klar, wenn ich sowas in einem Freundeskreis mache, in der Winebank mache, möchte ich natürlich auch lieber dieses Spiel machen, so wie wir es jetzt mit euch gemacht haben. Einer weiß, was es ist und dann Stück für Stück rangehen. Ich möchte an alle Teilnehmer heute Abend erstmal danken, dass ihr dabei wart. Ja. Und appellieren, dass ihr sowas auch zu Hause macht, mit Freunden einladen. Hoffentlich nach dieser gruseligen Krise dann auch mal Freunde einladen und dann einen Strumpf drüber und blind verkosten. Und ihr müsst bereit sein, euch eine blutige Nase zu holen. Auch und Ernie, auch du liegst nicht immer nein, heute. Um Gottes Willen. Aber man muss bereit sein, sich in der Regel immer zu blamieren. Das aber ist das nicht Schöne peinlich. An dem Spiel, man ist immer wieder es drin, das muss man sagen. Ihr lernt am meisten falsch blind. Ist, man ist beim nächsten Raten wieder dabei. Bei der nächsten Raterei immer wieder dabei. Du lernst, deine Sinne sind schärfer, wenn du nicht weißt, was. Wenn ich Amoroso lese oder Romani Conti, dann erwarte ich etwas. Dann ist mein Hirn bereits programmiert. Bitte blind verkosten. Probiert bitte den Blauschiefer, den Sarissen von Volkstum oder was auch immer. Bitte blind. Ich erinnere mich, wir haben eine Blindprobe gemacht, wirklich in einem Raum, absolut dunkel, schwarz. Schwarze Gläser? Nee, der Raum war schwarz. Der Raum war dunkel. Ehrlich? Ja. Das nennt sich dann wirklich Blindprobe. Rot-weiß. Dann kann man ja nicht erkennen. Ne? Total, du brauchst erstmal 10 Minuten, um überhaupt damit zurechtzukommen, dass du nichts siehst. Du bist einfach blind. Derjenige, der eingeschenkt hat, war ein Blinder, weil der kennt einfach seine Wege, der weiß, wie es funktioniert. Super spannend. Du brauchst eine gewisse Zeit. Der hat dir dann erstmal so einen Stein in die Hand gegeben oder etwas in die Hand gegeben. Du musstest sagen, was ist das? Deine Sinne sind geschärft. Darum du fängst an, deine Sinne so zu schärfen. Und dann fängst du an zu verkosten. Am Anfang ist es echt brutal schwer. Toll. Aber dann merkst du plötzlich, du schmeckst so präzise, weil dieses ganze Gucken, dieses ganze Abgelenktsein. Deswegen bitte nicht die Marke lesen vorher. Lernt blind zu verkosten. Das ist der einzige Weg, mit dem man sich einen Verstand antrinkt. Deswegen wirklich, das macht Spaß, es ist ein Abenteuer und man darf sich auch blamieren. Und man kann sich selbst vertrauen, weil in der Blindprobe kann man auch selbst sich vertrauen und sagen, hör mal, das mag ich und das mag ich nicht. Ne? Und so, ne? Und dann werde ich nicht beeinflusst von großen Preisen. Finden Sie heraus, was Sie mögen. Jeder Mensch ist anders, jeder Mensch hat andere Prioritäten. Bitte. Das Schönste ist ja, wenn du Weinbeschreibungen vom gleichen Wein von 5 verschiedenen Journalisten liest, nebeneinander, ohne die Überschrift, welcher Wein es ist, du wirst ja nicht drauf kommen, dass es der gleiche Wein ist. Und nehmt dem Wein bitte seine Etikette. Bitte an den Wein herantreten, so wie er ist. Wir Winzer wollen euch Freude bereiten. Ja. Geht an den Wein heran mit Spaß, mit Freude. Wir wollen euch doch tolle Stunden bereiten. Es geht nicht darum, akademisch hier eine Lehrstunde zu. Das ist Blödsinn. Deswegen diese Proben, Ernie, bei dir nochmal danke. Deine Proben haben mich mitgeprägt. Also 30 Jahre später, großes Kino. Ja, hat natürlich auch was, ne? Je älter man wird, je mehr hat man gesoffen in seinem Leben, je mehr Erfahrung hat man, ne? Ja. Und so, und je mehr hat man auch kennengelernt. Ne? Also letztendlich, ich kann immer nur empfehlen, trinkt viel. Moderat. Mehr Erfahrung bekommen. Wir haben gerade ein Lob bekommen über den Spruch des Abends, dass man sich den Verstand antrinken sollte. Ja. Jetzt, darum geht es. Ja. Nicht, Achtung, aber nicht zu viel Alkohol trinken, sondern immer maßvoll trinken. Ja. Bewusst trinken. Ich finde, was mir wichtig ist als Messenger der Abend, erstmal, mir hat es sehr viel Spaß gemacht, aber probiert blind
und probiert bitte bewusst, wir leben heute in einer Zeit, in der man sich gedankenlos am Bahnhof, am Flughafen ein Brötchen, eine Bulette in den Rachen schmeißt. Das ist respektlos vor Tieren, das ist blöd. Esst weniger, esst gesünder, esst klüger, aber vor allem esst und trinkt bewusster. Einfach den Winzer fragen, kontaktiert uns, ihr könnt uns E-Mail schreiben, ihr könnt es bombardieren, auch Ernie, auch dich. Ich weiß, wie offen du bist, deswegen stellt uns Fragen. Aber trinkt bitte kritisch und bewusst. Das ist eine der Sachen, die ich noch gerne klären möchte zum Schluss. Es sind noch Fragen offen. Es dreht sich sehr viel auch im Chat um das Thema Bio-Wein und deren Deklaration. Mhm. Wie können die User jetzt im Nachgang da noch Informationen von euch bekommen? Haben wir die Möglichkeiten, Mails ich meine, es ist eine überschaubare Größe. Wir können immer auf die Webpage klar gehen. Auf der Webpage kann man Mails schreiben und sonst was. Also ganz ehrlich, wir versuchen das zu beantworten. Also E-Mails schreiben geht auch. Ja. Und ich bemühe mich drum. Ich weiß, bei mir liegen irgendwie 150 E-Mails, die ich nicht beantwortet habe. Das ist nicht aus Respektlosigkeit. Ich schaff's nicht, weil ich habe echt viel Arbeit. Aber besucht uns, kommt in die Weingüter hinein, bei, ja, Ernie, bei dir wie bei mir. Ihr könnt es in den Proben bombardieren. Man kann uns besuchen im Sommer, also nach Corona natürlich, entsprechend wie im Herbst. Und das ist toll. Und ihr könnt uns in den Proben, meine Mitarbeiter oder auch mich, ich mache die meisten Proben selber. Deswegen bitte, ihr könnt Löcher in den Bauch fragen. Und der persönliche Kontakt ist immer am besten. Ist am besten. Eben. In die Weingüter kommt. Besucht die Mosel, kommt zu MM, zu Rainer Löwenstein, kommt zu uns, zu Hanne Zilliken, zu den Weber-Jungs, ja, kommt bitte zu uns, besucht uns und lernt die Region kennen. Es gibt einen Weg wie keinen anderen. Also Ernie, du warst in Oregon, du hast Weingut in Oregon, du warst in Washington State, du warst in Kalifornien. Der einzige Weg, Wein wirklich zu verstehen, ist, die Leute kennenzulernen, in den Weinbergen zu stehen, mal ein Picknick im Clos de Vougeot, mal die Winzer kennenlernen, mal essen abends in Bohnen, in Uruguay, in Argentinien, in die Keller hineingehen. Das ist ein Abenteuer. Es ist Kultur. Wir sind, das ist das Schöne an Wein, ist, Wein ist eben nicht Banalität. Wein ist Kultur, es ist Genuss, es ist auch ein bisschen Rausch, aber es ist vor allem Offenheit, Liberalität und es ist Genuss. Und das ist ein tolles Feld, das ist tolles, kommunikativ, das ist ein tolles. Ja. Überleg mal, wir würden jetzt Strumpfhosen herstellen oder Masken und so ein Zeug. Ja. Per, dein Fazit zum Schluss? Ich finde es eigentlich sehr schön, Fragen stellen, ja. Ich finde es noch viel schöner, wenn man die Fragen, wie du gerade schon sagst, wirklich auf dem Weingut selber stellt. Ja. Weil in dem Gespräch klären sich viele Sachen, die man schriftlich dann über Seiten ausbreiten müsste, viel besser, als wenn man das wirklich dann, dann muss man sich genau überlegen, okay, wenn ich das jetzt so schreibe, bin ich vielleicht rechtlich eingreifbar oder so. Da sind ja so viele Hürden. Einfach hingehen, ein Gespräch führen, das ist das Allerwichtigste letztendlich. Wirklich diese persönliche Erfahrung. Wir sprechen hier von Winzern, von Leuten, die mit ganz viel Leidenschaft Wein produzieren, von einer irren Region der Mosel, der Saar, die sich zu erkunden lohnt. Insofern hinfahren lohnt sich definitiv immer. Und esst dort in guten Restaurants. Wir haben heute mehr gute Köche als jemals zuvor. Noch mein Appell an Gastronomie. Den Jungs gibt es in diesem Moment, die sitzen gerade an ihren Fernsehern und wissen nicht genau, was sie machen sollen, weil normalerweise kochen die. Deswegen lernt die Leute kennen und genießt die guten Küchen in der Region. Wir haben auch in der Mosel und in der Saar inzwischen tolle Küchen, ob in Saarburg oder ob drei Sterne oder gut bürgerlich in Trier. Wir haben tolle Häuser. Roman, nochmal ganz großes Dankeschön dafür, dass du wirklich nochmal diese Gastronomie so hervorgehoben hast. Das ist richtig, den Tagen. Weil die leiden, aber die Gäste leiden auch. Die einfach die hingehen wollen. Ja, und das ist schön. Geht hin, geht in die Gastronomie. Ist ganz, ganz wichtig, finde ich. Mein Gedanke zu dem Abend, mit zwei solchen Koryphäen hier zu sitzen und es ist grandios, hat mir irren Spaß gemacht. Ich freue mich darauf, jetzt irgendwann im Frühjahr, Frühsommer nach Trier zu kommen, zu dir Daniel, in die Weinbank zu kommen und das mal live zu sehen, wo wir jetzt die Bilder gesehen haben, das Flair dort zu fühlen und ja, dann auch anschließend in die Gastronomie zu gehen, gutes Glas Wein. Auf jeden Fall, das ist in Trier vorhanden. Wir haben noch Pakete, richtig? Wir haben noch Pakete, wir haben noch ein Schlusswort von Ernie. Ja, also mein Schlusswort ist Learning by Doing. Ne? Je mehr ich probiere, je mehr ich trinke, ne? Je mehr Flaschen ich öffne, ne? Dann, ne? Je mehr Erfahrung bekomme ich. Natürlich muss ich auch in die Gebiete reisen. Ne? Also Entschuldigung, ich bin da vielleicht ein sehr etwas altmodischer Mensch. Ne?
Aber je mehr ich von, je mehr Flaschen ich aufreiße mit Freunden und die zusammen probiere, diskutiere. Flaschen aufreißen, nichts Kommunikativeres als Flaschen aufreißen mit Freunden, abends einen saufen, ne, und da auch über Weine streiten. Ne, und so ist doch gar kein Problem. Ne? Und außerdem, das Schöne ist ja, ich habe die Erfahrung gemacht, ich werde am Wein, wenn ich den ganzen Abend Wein trinke, werde ich nie besoffen. Ich schlafe ein. Ne? Und deswegen gibt es auch keine Kriege. Bevor du jetzt hier einschläfst, wollte Daniel noch die Pakete? Ja. Zum einen ja, möchte ich die Pakete vorstellen. Zum anderen ist es auch zwischendrin, um euch da jetzt nicht, ich sag mal, zu extrem auch am Server, am Mail-Postfach zu belasten. Also es besteht auch die Möglichkeit an service@weinbank.de. die Fragen zu stellen. Wir werden das dann im Hintergrund versuchen zu beantworten und werden euch die Antworten zukommen lassen. Was wir auch noch haben ist, wir haben auf der weinbank.de-Seite den Standort Trier mittlerweile schon aufgeschaltet. Das heißt, falls ihr Interesse habt, ein Fach in Trier zu buchen, dann habt ihr dort die Möglichkeit schon, euch einzutragen. Und was wir noch haben, wir haben Pakete. So, und zwar haben, das seht ihr jetzt eingeblendet, beide Weingüter exklusiv für die Teilnehmer dieser Veranstaltung jeweils ein Paket zusammengestellt, welches im Nachgang zu diesem Event geordert werden kann. Und zwar auch da die Bestellung über service@weinbank.de. Da gibt es von Dr. Losen ein Probierpaket mit dem Blauschiefer, dem Gracher Riesling, Lößnischer Försterlei, dem Gracher Himmelreich und dem Riesling Trocken und nochmal dem Gracher Himmelreich Riesling Tradition zum Preis von 72 €. Und wir haben von Van Volksem das Schatzkammerpaket. Das sind, Roman, Weine, die so nicht mehr zu bekommen sind, genau, wenn ich das richtig mitbekommen habe. Die meisten sind vergriffen. Genau, die meisten sind vergriffen. Vielleicht kann man es noch mal kurz einblenden, dann kann ich es noch mal kurz ablesen. Und zwar ist es der Ritterfahrt Riesling, der Schiefer, der Saar Riesling, die alte Rebe. In Burgund wären es 300 €. Gut, der Wiltinger Braunfels und den Bockstein Riesling trocken zum Preis von 99 €. Da, wie gesagt, eure Info an service@weinbank.de, wenn ihr Interesse dran habt. Ansonsten würde ich sagen, wir sind am Ende. Ja. Also ich gehe davon aus, dass die Mareike diese Weine nochmal mit der Beschreibung oder ganz kurz in den Chat reinstellt, dass die Leute sich das da rauskopieren können zum Lesen, weil so schnell sind die Leute wahrscheinlich auch nicht beim Lesen. Ganz bestimmt. Also wir werden das auch, ich meine, wir haben die Teilnehmer ja. So, und den Teilnehmern können wir diese Service oder diese Pakete halt eben nochmal als Service zur Verfügung stellen. Ganz klar. Super. Ansonsten darf ich mich recht herzlich bedanken. Ich freue mich drauf. Dieses Format hat, glaube ich, gezeigt, wie qualitativ hochwertig wir von der Weinbank auch diese Aufgabe sehen, die wir auch haben. Ja? Das heißt also, es muss auch in diesen Zeiten muss es weitergehen und es kann auch sehr qualitativ hochwertig weitergehen. Das habt ihr mit eurer Teilnahme und euren Statements bewiesen. Ich möchte mich bedanken bei euch. Die Weinbank hat diesen Abend gesponsert. Und es ging nicht darum, hier Geschäft zu machen, sondern es ging darum, dass ihr euren Namen auch entsprechend platzieren wollte. Mir macht Spaß und ich habe es genossen. Vielen Dank dafür. Ich habe viel gelernt. Ich muss feststellen, dass ich einen deutschen Pinot als südafrikanischen Pinot, dass ich einen Pinotage aus Südafrika als deutschen Pinot feststelle. Also immer wieder verloren, umso mehr Spaß hatte ich. Vielen Dank an euch. Es war eine Riesengeschichte. Nein. Ernie, Respekt an dich. Und es war mir eine Ehre, mit einem alten Freund und Großmeister der deutschen Rieslinge einen Abend gemeinsam zu feiern. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. War eine schöne Abend. An die Teilnehmer draußen, vielen Dank für eure Teilnahme. Danke dir. Roman, ne? Alle, Roman. Prima. Wichtig ist, bleibt gesund. Ja, genau. Alle gesund bleiben. Vielen Dank. Hat Spaß gemacht. Stay negative, ohne euch wäre der Abend nicht möglich gewesen. Auch an euch. Vielen, vielen Dank. Genießt den Abend, genießt die Flaschen die nächsten Tage über. Ein Riesling ist der beste Corona-Killer. Nein, er hat nicht genug Alkohol. Jetzt. Also, zum Wohl. Vielen, vielen, zum Wohl, vielen, vielen Dank. Wir waren mittlerweile schon bei der Pest so. Ciao. Prösterchen.